ist das So, Turba, kommt Turba und das ist der Samt. hast du Vers 7 Verschiebe, gelesen? Was verschiebe nicht ist etwas, die was gar nicht dahin gehört. Tu nicht etwas Danke, da dass du rein. da warst. Danke, dass du Bruder, da warst. Danke, hat danke, er danke. jetzt gesagt, wir sind aus Wasser, warmem Wasser entstanden. Also wir Ja, also, nicht. ja, es ist, Bruder, der Also war ich bin jetzt, betrunken. Ich habe ich, kein. also bei mir ist jetzt nicht das eine, sondern warme Wasser. Weil, soll ich das jetzt so verstehen? Bruder, schau mal. Hier geht es um diesen Vers, das zwischen der Lende und der weiblichen Brust hervorkommt. Er ist aus ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen der Lende und der weiblichen Brust hervorkommt. Was ist diese Flüssigkeit? Ja, Bruder, wir wissen das ja, aber er sagt Ja, heiße Wasser. ja. Gehst du Heiße auf den Wasser, Bruder. Tafsir, Bruder? Gehst du aus dem Tafsir? Gehst du auf Tafsir? Warte mal. Ich übersetze mal kurz. Nicht Betrüger, Rebell, du hast kein Wissen. Also sind wir aus Gehen warmem wir auf Wasser den Tafsir, entstanden. Mein Bruder. Er wurde aus sprudelndem Wasser geschaffen, das zwischen der Lenden und der Brust hervorkommt. Also sie dachten, die Samen, die Spermien, werden zwischen der Lende und der Brust gebildet. Was absolut falsch ist, ne? Die Spermien werden im Hoden gebildet. Als der Mensch erschaffen wurde, wurde er aus geworfenem und verschüttetem Wasser erschaffen. Einem Wasser, das aus dem Rücken des Mannes und aus dem Knochen ihrer Brust hervorkommt. Sure 86, Vers 7, Tafsir, al-tafsir.com. Was ja absolut wissenschaftlich falsch ist. Guck mal, es geht ja weiter. Die Fehler gehen weiter. Guck mal, er aus dem Rücken des Mannes und aus dem Knochen in der Brust der Frau kam. Zuerst war ein Samentropfen, den Gott dann mit seiner Kraft zu einem Grinsel formte. Dann baute er mit seinem Willen Gewebe auf, die seinem Verlangen ließ er Knochen erscheinen. Guck mal, die Reihenfolge ist schon absolut falsch. Weil Ja. erst Fleisch, dann Knochen. Aber Allah sagt, er baut erst die Knochen. Bruder, schwimmen die Knochen dann so? Oder ist da einfach ein Skelett? Das geht gar nicht, weil die Knochen Weiß müssen ja geschützt sein. Die Knochen müssen, guck mal, mit in seiner Großzügigkeit kleidet er die Knochen in den Mantel aus Fleisch. Das ist absolut falsch. Absolut falsch. Es ist genau andersrum. Erst das Fleisch. Im Fleisch bilden sich Knorpel. Und die Knorpel werden zu Knochen und die Knochen sind im 15. Lebensjahr erst vollständig ausgebildet und nicht im Bauch. Woher hat er so falsch kopiert? Von den Griechen Woher oder hat er nicht? das falsch kopiert? War das Von nicht dieser dem Grieche? Hippokrates und Ja, genau. Galenos, 1000 Jahre vor Mohammed, 1000 Jahre vor Mohammed, haben sie genau diese Embryologie, die hier steht, genau wie sie ist, falsch. Haben Sie das schon aufgeschrieben? Punkt. Sie wollen einen Fehler? Ich zeige Ihnen Fehler. Ich Und sag, die das sagen, ich Thema füge was Philosophie. hinzu. Ja, Thema Philosophie. Philosophie. Was habe ich jetzt, Bruder, was habe ich jetzt hinzugefügt hier? Und dann Du hast wollen die Sie mit Wahrheit philosophischem hinzugefügt. Einfluss, wenn Hippokrates und Galenos die Embryologie falsch geschrieben haben und der Koran sie falsch kopiert hat, bin ich jetzt schuld? Bruder, habe ich dazu eine Doktorarbeit geschrieben? Habe ich dazu eine Doktorarbeit geschrieben? Amen, Habe hast ich. du. Hast du. Habe ich. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? 10 Gründe, den Islam zu verlassen? Habe ich dazu? Siehst du in meiner Telegram-Gruppe? Habe ich schon alles aufgeschrieben, diese Embryologie? Ist alles schon vor, wo sie kopiert haben, von wem sie kopiert haben? Du musst gleich mal finden, auf welcher Seite das ist. Wo müsste sie ziemlich unten gewesen sein? Altafsir.com, Bruder. Geh auf altafsir.com. So. Altafsir. Also ich mache mal Hintergrundbild rein. Ich suche euch das.
Bruder, ihr müsst, wenn ihr mitmacht, dann sagen die, wir sind zu dritt, weißt du, dann ist, aber es reicht. Also für 99% der Muslime reicht dir mein Wissen. Ja, Bruder, mach dir keinen Stress, du nimmst uns die Arbeit ab und die anderen können, Bruder, ja, mach dir nichts Bruder aus. Urban, du würdest sogar mit Mohammed und mit Jibril debattieren können und die hops Ja, nehmen. ich weiß jetzt, wie es geht. Ich Du wirst sogar Allah weiß widerlegen. jetzt, wie es geht. Also Mohammed und Jibril, es gibt ja die Debatte, ich weiß es schon. Deswegen, du hast Stimmt, du hast Geheimwaffe, einfach Bruder. Unrecht. Alle, Ja. jeder, der das Gegenteil behauptet, hat Unrecht. Nur Mohammed hat Recht. Da schreibt einer Audubillah. Ja, Audubillah, dein Mohammed und Jibril, der Würger, haben Debatte verloren, ja? Ja. Ich liebe das, ey. Sogar ein, guck mal, Bruder, ein Engel Gottes verliert eine Debatte gegen einen Debatte, Christen. ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen, Bruder. Ich kann es. So geil. Was ist das für ein Engel, den er geschickt hat, der kein Wissen hatte? Ich dachte, Christentum ist falsch, aber dann verliert er eine Debatte, ein Engel, eine Debatte gegen einen Christen. Oh Mann. The True schreibt gerade, Bruder. Habt ihr, ja, Bruder. Ja, natürlich, ich sehe gerade keine Gastanfragen, deswegen muss ich mal zwischendurch gucken, weil die werden bei mir heute nicht angezeigt. Wo steht was in der Intro? Kenne ich nicht, Aluträger. Aber ich glaube, euer Gott geht, Muslim, dein Gott geht auch joggen, ne? Dein Gott geht auch joggen. Und weißt du, was Ibn Taymiyyah zu diesem Hadith geschrieben hat, dass Allah joggen geht? Er hat geschrieben, das muss man wörtlich nehmen. Bruder, die kennen ihre Schrift nicht. Die Er versuchen sagt, ja. mein Gott rennt, sein Gott rennt. Und bei ihnen ist, muss Ibn Taymiyyah, ne, der Vernichter des Islams, hat geschrieben, man muss das wörtlich nehmen. Ja, Allah rennt weg vor den schwarzen Hunden. Habt ihr denn keine Angst vor Allahs Hund? Erkennst du das? Also du kannst gerne dein Haram TV herholen. Ey, Dima, du hast da Angst. Hol mal Imam TV her und frag mal, warum ich da blockiert bin. Frag den mal. Hol mal dein Imam TV, der schon 100 Mal widerlegt wurde. Du hast ja mitbekommen, was jemand TV macht, ne? Ja, sie leugnen Aisha's Alter. Ne, nicht nur das, ich meine jetzt mit dieser eine Seite da, wo die Geld verlangen für Fragen beantworten. Fragen, ja, 4 € pro Frage. Imam TV, 4 € pro Frage. Sie ziehen euch eigene Muslime ab und ihr feiert sie. 4 € pro Frage. Aber Aluträger Ananas Islam ist doch Imam TV oder nicht? Mit denen macht er mit Serdatsch oder wie der Er heißt. ist raus. Er ist raus aus Imam TV. Ach, Ananas ist raus. Ja. Ah, ach so, okay. Ja, das wusste ich nicht. So, ich habe die Textstelle gefunden. Na, hier, ich habe dazu schon viel geschrieben. Die wissenschaftlichen Fehler im Koran. 40 Tage ist das Baby fast vollständig entwickelt im Islam. Mit 40 Tagen steht in Sahih Muslim. Das Aussehen des Kindes hängt davon ab, wer zuerst kommt, Mutter oder Vater. Das ist das Geilste. Das ist wirklich todeslustig. Du weißt ja Also, ganz genau, wer zuerst kam. wir Männer Ja. müssen als Das erstes, ne, dann ist es ein Junge oder ähnelt mir oder so, ne? Geschlecht des Kindes wird erst 40 St Tage später bestimmt. Das ist falsch. Weil sobald der Spermium die Eizelle befruchtet, bilden sich die Chromosomenpaare und ab dann steht schon das Geschlecht fest. Ab der Empfängnis steht das Geschlecht fest. Allah sagt erst nach 40 Tagen. Gender Reveal Partys im Islam sind dann voll überflüssig. Das macht dann gar keinen Sinn mehr. Die wissenschaftlichen Irrtümer und der Anspruch der Embryologie im Koran.
Samuel E. Yehudi war ein jüdischer Arzt aus dem 2. Jahrhundert und einer von vielen, die sich für Embryologie interessierten. Der Embryo wurde per Frucht des Körpers genannt, entwickelt sich als Golem, formloses, zusammenhaltes Ding. Alles schon, wie der Koran hat, kann man hier finden, aus älteren Schriften. Hier, was Hippokrates geschrieben hat, was die Hadithe von Hippokrates kopiert haben. Also ist alles schon da? Ja, 40 Tage. War Mohammed, jetzt will ein Muslim mit mir debattieren, ob Mohammed nur aus sich selber gesprochen hat oder Allah. Aber wenn er sagt, Allah hat durch Mohammed gesprochen, dann ist Allah ein Jahil. Dann hat Allah keine Ahnung, weil es sind alles Fehler. Und wie gesagt, Leute, ich habe alles da. Ich habe alles da. Ich habe nur keinen Muslim, der wirklich anständig bis zum Ende debattiert und nicht merkt, oh, was habe ich jetzt gesagt? Jetzt muss ich drehen, wenden. Jetzt muss ich auf Jesus und Bibel und... Nein, nein. Ein Thema aufmachen, beim Thema bleiben. Hat er vorhin gesagt, philosophischer Einfluss der Trinität? Dann bitte, ich wollte wissen, warum die ersten 100.000 Muslime Trinitarier waren. 100.000? Bruder, zu der Zeit gab es kaum Menschen auf der Welt. Es gab 100.000 trinitarische Muslime. 100.000! Aber dann sind die weg, Bruder. Sobald es um philosophische Einflüsse darauf geht. Aber die wollen immer mit wissenschaftlichen Beweise. Hier ist ein wissenschaftlicher Beweis für Al-Burak. Das ist immer noch meine Lieblingsfigur, Bruder. Das ist einfach Al-Burak, Bruder. Esel, Flügel, Menschengesicht. Ich habe das im Internet per Zufall gefunden. Ich würde mich nicht wundern, wenn das in irgendeinem Museum steht. In einem arabischen Land. Das wär's, ne? Bruder, du musst fragen, hat Al-Burak seinen eigenen Willen oder den Willen von Allah? Was meint ihr? Den Willen Mohammeds. Meine Meinung. Wir kennen ja das Bild. Mohammed ist ja der Gott des Islams. Haben die Engel im Islam einen eigenen Willen? Im Islam? Eigentlich, soweit ich weiß, nicht, oder? Nee, soweit ich weiß auch nicht. Die können aber nur Allah widersprechen oder beziehungsweise seine Entscheidungen anzweifeln. Weil wir sollen ja einen freien Willen haben, wenn selbst die Muslime keinen haben. Okay, Andreas, okay. Eine Milliarde Menschen im Jahr 600 ist ja okay. Und 100.000 Menschen ist nicht wenig. Also bei einer Milliarde ist das schon eine gewaltige Zahl, 100.000. Ganz kurz sofort wiederholen, weil sonst geht die Pointe weg. Da ist einer, der gesagt hat, das steht nirgends im Alten Testament. Da habe ich gesagt, hast du überhaupt die Bibel gelesen? Natürlich. Da habe ich gesagt, was steht denn in 6. Moses, Kapitel 4, Vers 4? Da habe ich ja schnell Antwort ohne zu googeln. Schreibt den Vers, kennt fast jeder auswendig. Schreibe ich, du Jahil, es gibt nur 5 Bücher Mose. Oder mit diesem 6. Buch Mose, das verstehe ich auch nicht. Wie kommen die auf diese Idee? Zion, es gibt nur 5 Bücher Mose. Es gibt kein 6. Buch Mose. Da sieht man mal, wie du gelogen hast, dass du die Bibel gelesen hast. Geh wieder runter, Gott segne dich. Gott segne. Ich verstehe die Leute nicht. Wie kommen die auf 6 Bücher Mose? Die müssen doch einmal nur die Bibel aufschlagen. Dann sehen die doch, dass bei 5 vorbei ist. Schmeiß mal einer diesen Dennis raus. Dankeschön. Ja, sieh so, es gibt nur 5 Bücher Mose, keine 6. Paulus 13.
Bruder, Orban, hast du ein bestimmtes Thema, worüber du heute redest, oder einfach nur Ja, der Bruder, Islam an mein sich Thema ist? ist jetzt, ich hab ein neues Thema. Der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Das ist mein neues Thema. Ach so, das kenne ich nicht, Thema. Ich habe letztens immer so viele Lives gesehen von Flex, also dem Bruder Flex, wo er immer über das Thema Rassismus spricht im Islam und Ja. Sklaven handelt. Und kennt ihr die Ja. Geschichte von den Sanj? Der Aufstand der Sanj oder Sinj? Habt ihr schon mal was Nein. davon gehört? Google das mal, wenn du die Zeit hast. Ich kann es kurz erklären. Das Wort Sanj ist das arabische N-Wort, ne? Also jetzt, dass man mir nicht Ja. Rassismus unterstellt, aber das ist das arabische N-Wort. Und Okay. im Jahre 800 noch was war das? Da wurden ja viele Schwarzafrikaner bis nach Irak hingebracht und da waren die halt irgendwann sehr viele und wollten nicht mehr versklavt werden, da wurden die alle einfach niedergemetzelt. Das müsst ihr euch mal durchlesen. Der Aufstand der Sanj. Wahnsinn. Das ist so heftig, ne? Dann heißt es, das hat ja nichts damit zu tun. Man zeigt den Sahih Bukhari, dass Mohammed für einen weißen Sklaven, also einen arabischen Sklaven, zwei Schwarze gibt. Weißt du, was ich meine? Also zwei Ja. schwarze Sklaven sind gleichwertig wie ein weißer Sklave. Allein, dass man das nicht versteht, dass es Rassismus ist, ne? Aber ja, die schwarzen muslimischen Brüder, sage ich mal, die sind da wirklich echt manipuliert worden. Gibt es Ja, nicht. Frauen, die den Islam verteidigen, Kurden, die den Islam verteidigen und Schwarze, die den Islam verteidigen, werde ich nie in Und meinem Leben Albaner, die den verstehen. Islam verteidigen, auch nicht. Ja. Ja. Aber gibt es nicht ein Vers im Koran oder ein Hadith, wo Allah die Schwarzen erschafft, indem er auf die linke oder rechte Schulter haut? Ja, bei Dings, er hat sie für die Hölle erschaffen, die Schwarzen. Okay, ja, schon. Ja. Festling als Hintergrund. Der letzte, vorletzte Live war echt gut. Da kamen viele Muslime hoch. War schon spannend, ja. Aber Okay, warum gut, kommt dann denn schau ich keiner bei mir zu. debattiert? Wenn was Ja, ist, komme ich Bruder, dann wieder Gottes hoch, ja? Segen. Dann können Leute mehr reinkommen. Ja. Gottes Ja, Segen. Ich schaue Gottes euch bei Segen, mir kommt hoch. eh Bis keiner dann. hoch. Ja, danke. Jo. Menschenfischer, Bruder, ich verabschiede dich auch, bitte tut mir leid. Ich hoffe Alles nur, gut, ja, Bruder. falls ich wirklich alleine bin, dass sich jemand hochtraut. Alles gut, Bruder Herz. Dann wünsche ich dir auch Gottes Segen. Ich höre weiter zu. Ja, obwohl ich Gesellschaft schön finde, das muss ich mal mit mir selbst sprechen, das ist voll komisch, wenn man das nicht so gewohnt ist. Bis Alles gut. später. Bis später, Bruder. Ja. Ciao. Gucken wir mal 10, 15 Minuten dann. Wenn niemand hochkommt, werde ich eh beenden. Dann. Alles klar, Bruder. Mach das. Ich höre Bis weiter gleich. zu. Bis gleich, ciao. Ja, danke, Gottes Segen. Kannst du bitte übersetzen? Ich kann kein Arabisch, Lady. Es tut mir leid, ich kann kein Arabisch. Wenn du eine gute Übersetzung haben willst, musst du auf Koran.com und auf Englisch lesen. Das ist die einzige, also halbwegs, weil sie lügen in jeder Übersetzung. Jede Übersetzung im Arabischen ist gelogen. Es gibt keine gute Übersetzung. Alles gut, Giotis. Ja, bei mir haben sie halt aufgegeben, ne? Weil gesagt, hier spricht Wissen und hier sprechen Quellen. Hier, ich lasse nur Quellen sprechen von beiden Seiten. Ich rede mit Quellen, sie reden mit Quellen. Wenn ich was erzähle, zeige ich eine Quelle. Wenn sie was erzählen, möchte ich auch eine Quelle. Aber dann, das ist denen zu viel, weil sie wollen gern, sie reden über philosophische Einflüsse auf die Bibel, aber philosophieren alle. Ja, ich bin nicht dein Freund und guck mal, du hast genug Follower, Omar Karim. Du hast genug Follower, dann komm hoch. Ich gebe dir die Redezeit, zeig mir, wo ich gelogen habe. Zeig mir einen Punkt, wo ich gelogen habe. Vor meinen 115 Zuschauern, komm hoch. Und zeig mir, wo ich lüge. Ich bin gesperrt, sonst gerne. Pech gehabt. Es gibt schon Gründe, warum du gesperrt wurdest. Ich kann ihn nicht einladen, wenn, Bruder, ich kann ihn nicht einladen, er ist gesperrt. Er ist wirklich, also ich kann ihn keiner. Danke.
Kiotis, vielen Dank. Nein, nein, also der ist wirklich gesperrt. Der ist wirklich gesperrt, er lügt nicht. Er ist wirklich gesperrt. Ich kann ihn nicht einladen. Tja, bleibt interessant, bleibt spannend, ja. Wie gesagt, der Islam behauptet, die letzte Offenbarung Gottes zu sein. Deswegen muss der Islam allen unangenehmen Fragen standhalten. Wissenschaftliche Fehler, historische Fehler, Fehler in dem Stammbaum der Propheten, moralische, echt tiefe moralische Punkte. So, gucken wir mal, wer hochkommt. Sam, ich hol dich gleich hoch, ja, Sam? Ich hol dich gleich hoch. Ja, Gottes Segen, wie geht's dir? Oh, ich hab gedacht, jetzt kommt ein Muslim. Nein, nein, ich bin kein Nein, nein, ich bin auch bei Flex immer mit der Brüder, mit dir noch, ja. Mann, mit den Denker, ja. Dichter. Bin selber Christ, ich komme aus Italien. Und ihr habt mir, ich möchte auch von Jesus bedanken, von euch, ja, dass ich jetzt noch mehr die Augen geöffnet habe, ja. Ja. Also, ja, ich habe immer geglaubt, dass Jesus Gott ist, aber ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, ich bin einfach nur, Ne, alles gut, Bruder, erzähl. Ne, U-Bahn, erzähl du, ich bin spitz. Nee, ich habe auch gedacht, die Streams bringen gar nichts, bis ich mal gesagt habe, ich würde eventuell aufhören, und dann habe ich so viele Nachrichten bekommen von Leuten. Ich kenne die Geschichte haben, schon, wo du aufgegeben hast, wo du aufgegeben hast, hast du Nachrichten bekommen, dass sie dann praktisch von Muslimische dann auf Christentum gewechselt haben. Ja. Das hat dir dann gesagt, okay, dann mache ich weiter. Ja. Und der Mensa, ey, der ist eine Maschine auf jeden Fall, der Mensa. Ja, natürlich, natürlich. Biblisch gesehen ist das natürlich eine Maschine. Ja, wenn er jetzt noch so tiefes islamisches Wissen hätte, wär der unbesiegbar. Mhm. Also Bibel natürlich, ja, Bibel ist. Auf jeden Fall. Ja, ich lese jetzt auch Bibel seit 2 Monaten. Und ich habe, mein Kollege hat immer gesagt, der ist schlecht der Christ. Pasquale, also ich heiße Pasquale, also kannst du mich auch Paco nennen. Ja. Nur wenn dein Herz offen ist und dein Heiliger Geist, dann verstehst du die Bibel erst. Sonst wirst du die Bibel nicht verstehen. Ja, guck mal, wenn ich jetzt natürlich die Mystics brauchen dich. Wenn du natürlich ein Buch nimmst und das Buch versuchst mit aller Kraft zu widerlegen und vermeintlich denkst, Sachen zu finden, aber sie lesen nicht die Botschaft, die drin ist. Die Botschaft ist halt die schönste Botschaft, die es hier auf der runden Erde gibt. Ja, wenn sie es nicht annehmen, Pech gehabt. Wer im Zeitalter des Internets Muslim wird, Pech gehabt. Kannst du nicht mehr helfen. Du kannst aber auch, wenn die Leute wirklich Schwierigkeiten haben, könntest du auch diese göttliche Fakten angucken in YouTube. Und dann kannst du auch die Verse aufmachen. Kennst du göttliche Fakten? Ja. Das ist sehr gut erklärt, und wenn du, da sagt auch die Verse, und dann gehe ich zu der Verse hin und lese mir es durch, und dann kannst du es immer so, immer durch Bilder auch angucken, weil es wird richtig gut erklärt, oder Evangelium, der Jesus-Film, wo das Hebräisch und dann auf Deutsch übersetzt wird. Richtig geiler Film, das würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall. Ja. Okay, U-Bahn. Gottes Segen, danke, dass du oben warst. Gutes Segen. Jemand wollte den Hadith, wo Mohammed auf den Bauch geküsst wurde. Ist das richtig? Habe ich richtig gelesen? Ja, ich suche dir den gleich raus. Ich rede noch mit Sam, und dann, ich habe den nämlich. Gottes Segen, Sam, hi. Ja, hallo, grüß dich. Ja, die muss... Klar, bei dir? Ja, wie geht's dir? Alles Bestes, danke. Ich fühle mich jeden Tag stärker, wenn ich mich mit Muslimen unterhalte. Ja, aber was sagst du zu meiner Überschrift, der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun? Ja, das ist das, wie die Muslime reden, nach dem Motto, wenn du die fragst, ist Islam, sagt nein, hat damit zu tun, aber die kennen die eigenen Texte gar nicht. Also wenn du den Hadith liest und die Riwayat, also die Schriften über den Propheten,
dann ist das Haar genau das, was diese Gruppierungen heutzutage machen. Leider. Aber die geben das gar Ja. nicht zu. Ich vergesse mal, dass ein Muslim herkommt und dann mit uns redet. Sam, ich sage denen, gibt es Kinder-Ehe im Islam, die sagen nein. Ich zeige denen Sure 65, Vers 4, die sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Hä? Das ist Ich doch genau zeige den Koran, erklärt. die sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja, was hat Aber das mit dem Islam zu tun? Was? ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr, mit denen zu reden, weil die über die eigene Religion überhaupt gar keine Ahnung haben, dass das Oder passiert. warum ich das hier mache, damit meine christlichen Brüder nicht von diesen Menschenfängern gefasst werden und in Irre gehen. Nur deswegen mache ich das. Ja, verstehe ich. Und wie du weißt, es gibt noch viel mehr im Islam. Ich meine, wenn in einem Buch, also nicht im Koran, also in anderen Ja, warte Erzählungen, mal bitte kurz. Fehler im Koran, Sure 86, Vers 7. Spermien werden zwischen Lenden und irgendwo anders im Körper irgendwo gebildet. Bruder, weißt du, wie die argumentieren? Die sagen, ja, irgendeine Flüssigkeit kommt vom Gehirn, bla bla bla. Aber die Flüssigkeit bildet ja noch keine Spermien. Mit demselben Argument kann ich sagen, dass die Nährstoffe für die Samen aus meinem Magen und Darm kommen. Dann werden sie, die Spermien ja im Magen-Darm gebildet, weil da kommen die Nährstoffe her. nicht Der so natürlich ganz. zieht sich der Körper aus allen Organen Sachen zusammen. Trotzdem werden die im Hoden gebildet und nicht zwischen Rückenmark. Verstehst du? Das macht ja, also ihr Argument, guck mal, wie sie argumentieren, als ob du mit Kindern redest. Ja, die Flüssigkeit kommt doch vom Gehirn, Rückenmark, da, ja, da. Und wo kommt das Blut her? Wo kommen die Nährstoffe her? Wo kommen die Mineralstoffe her? Wo kommen die Vitamine her für die Spermien? Ja, aus dem gesamten Körper. Aber trotzdem, ohne Hoden keine Spermien. Ohne Niere Richtig. hast du Spermien. Ohne Niere. Selbst wenn dein Rückgrat gebrochen ist, hast du Spermien. Du hast die, weil sie dort gebildet werden. Punkt. Ist peinlich, ganz ehrlich, peinlich. Und außerdem, Ah, die Wissenschaft, Gott. die ändert sich. Ich meine, was bringt ein Buch wie der Koran, da wo alles erklärt ist, also laut denen, und dann ändert sich die Wissenschaft. Was machen sie denn? Als ob da Vitamine sind. Ja, Elchan, was brauchst du, um Spermien zu bilden? Gott, ey, der ist genau, Bruder, der schreit, als ob da Vitamine sind. Ja, die Spermien werden aus nichts gebildet. Du brauchst auch nicht mehr zu essen. Vergiss es, vergiss es. Wollen wir Weißt du, jemanden hochziehen, damit wir rauchen? wenn die Männer Spermienprobleme haben, ne, dann kriegen die ein Riesenpaket an Vitaminen, ne? Zink. Also eine, also ich kenne das, muss man mal googeln, ne? Hier Vitamin E, Vitamin C, Beta-Carotin, Zink, Selen, Cryptoxanthin, Lycopin und Folsäure und Vitamin D. Das brauchst du für Spermien. Diese ganzen Vitamine, wo kommen die denn her? Magen-Darm. Also werden die Spermien nach ihrer Logik im Magen-Darm gebildet. Sehr gut. Sehr gut, liebe Muslime. Ihr bekommt alle den Wissenschaftspreis. Bruder, und deswegen gibt es kaum Muslime, die einen Nobelpreis haben. Etwas im wissenschaftlichen Raum bis gar keine sogar. Ja, Ich glaube das gar stimmt. keine, ne? Und dann greifen Sie mal die Juden an. Es gibt 6 Juden auf dieser Erde und 2000 Nobelpreisträger im Bereich Wissenschaft. Das ist, weil die sich halt weitergebildet haben und nicht geglaubt haben, dass die Frauen Spermien haben. Ich, Wer hat ich, ich, äh. Mathematik erfunden? Und Bruder, dieses Argument, wer hat die Zahlen erfunden? Ne? Erstens, die Zahlen kommen nicht aus Arabien, die kommen aus Indien. Aber mit welchen Zahlen haben denn die Ägypter diese hochkomplizierten Pyramiden gebaut? Die haben gar nicht die Araber dazu gebraucht für irgendwelche Zahlen Mathematik. Das gab es in China und in Da gab es noch Indien keine schon, da gab Araber. es noch keine Araber. Ja, richtig. Es ist so witzig. Das ist so zum Lachen, Ihre Argumentation. Da könnte ich mal mit Aber meinem schau mal, fünfjährigen Sohn die Araber, unterhalten. die gut waren in Mathematik und Physik und sowas, diese Araber, die waren gar keine Muslime, die waren Perser. Und die wurden Ja. verhaftet, die wurden getötet. Das wissen die Araber nicht. Und keiner von denen war Araber. Die waren alle Perser. Ja. Lieber hat sich Mohammed den Bauch küssen lassen.
Ja, dann komm doch hoch. Komm bitte hoch. Gottes Segen, Bruder. Ich komm nicht hoch. Gottes Segen, hi. Bruder, laut Sure 4, 157, also 157, hatte Jesus 17 Jünger. Ja. Das ist doch nicht normal, Bruder. Ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, was willst du da machen? Wo willst du anfangen? Ja, das ist ein großes Problem. Das ist 17 Jünger, oh Mann. Also wenn man schon merkt, dass der Koran über 600 Jahre später kam als die Bibel und dann solche falsche Aussagen gemacht werden, wie kann denn sowas überhaupt da in dieser Schrift stehen? Das verstehe ich nicht. Ja, es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, dass Mohammed überhaupt existiert hat. Also, das meine ich ernst. Also rein historisch. Es gibt niemand, der über Mohammed geschrieben hat, dass er ein Prophet war und ist mit dem Islam gekommen, dem Koran. Das gibt's gar nicht. Nur, wenn du jetzt rausgehst aus der islamischen Erzählung, findest du nichts über ihn. Und das ist Tatsache. Du weißt, ne, dass im ersten Koran-Manuskript Mohammed gar nicht vorkommt. Viermal. Aber ich habe irgendwie... Wurde im Koran viermal erwähnt und in allen diesen vier Male, da wo Mohammed erwähnt wurde, das Wort, nicht die Persönlichkeit, nur das Wort Mohammed, man könnte die wirklich ganz leicht mit Jesus verwechseln, weil der Koran erzählt eigentlich über Jesus und nicht über den Mohammed, weil es gibt keinen Mohammed im Koran. Wenn du nur den Koran nimmst, wer ist Mohammed, wer ist sein Vater, woher kam er, ist da nichts. Nur wenn du die Hadithe liest, also die Überlieferung, dann weißt du vielleicht, wer das ist. Und schon mal da ist auch zu wenig erzählt über ihn worden. Das Problem war ja auch noch zu der Zeit, dass das hat auch der Bruder Claudio auch herausgefunden, dass in der Zeit, wo Momo quasi regierte und mit dem Schwert kam, gab es parallel noch einen Propheten, der aber unbekannt war, der auch Schlachten gemacht hat. Der ist nicht unbekannt. Das war ich, der das auf TikTok gebracht hat. Der ist Musaylima. Man hat seine ganze Biografie, sein Leben. Ach, du warst das. Ich war der allererste auf TikTok, der das gebracht hat, Musaylima, glaube ich. Ah, okay, dann Entschuldigung, tut mir leid. Er war vor Mohammed da, wurde auch von einem Engel gewirkt, hat auch Offenbarung von einem Engel bekommen. Der Koran liegt wieder schon neben meiner Bibel. Was ist denn los, ey? Ach, der wurde auch gewirkt? Ja, er wurde auch gewirkt. Er hat auch Offenbarung von einem Engel bekommen. Er hat bessere Suren geschrieben als Mohammed, weil er hatte mit seinen eigenen geschriebenen Suren über 100.000 Anhänger ohne Schwert, ohne Gewalt. Zur selben Zeit hat Mohammed in Mekka einige Handvoll Anhänger gehabt, also er war viel erfolgreicher. Er hat sogar Mohammed überlebt und wurde dann später von Khalid ibn Walid umgebracht und er war sogar Trinitarier. Punkt. Jetzt da raus. Jetzt da geflüchtet. Der hat die Wahrheit nicht ertragen. Nicht nur das. Urban, ich weiß ja gar nicht, ob du das Wort weißt, ne? Die Geschichte mit Mohammed in der Grotte, ne? Von Rahera. Ja. Ne? Die Muslime sagen, die erste Offenbarung kam in dieser Grotte, ne? Ja. Aber, was die meisten Muslime gar nicht wissen, die allererste Biografie von Mohammed, von Ibn Ishaq, ne? Ibn Ishaq sagt, dass das im Schlaf, das ist kein, nicht wirklich passiert ist. Das wissen sie gar nicht.
Ah. Weißt du das? Nein. Ja, lies mal bitte Ibn Ishaq, die allererste Biografie von Sira von Mohammed. Da sagt Ibn Ishaq, das ist sowieso ein Perser, sagt Sam, er. Shem, Shem, guck mal. Warte mal, bevor du mich, ich entschuldige, dass ich unterbreche. Ich habe dieses Buch zu Hause. Weißt du, was das Problem mit diesem Buch ist? Der hat auf Deutsch 300 Seiten, im Englisch 500, im Arabisch ein bisschen Ich mehr. Da weiß, fängt es ja ich schon mal weiß, an. ich weiß. Ja. Was Aber wo ist steht das drinnen, was Problem? nicht? Ja, wo ist der Rest? Ach so, ja, aber ist doch egal. Die meisten, die den Islam studieren, beziehen sich entweder auf dieses Buch, also von Ibn Ishaq oder Ibn Hisham. Ibn Ishaq gab es gar nicht, weil es gibt nichts, was seine Anwesenheit überhaupt beweist. Ne? Da ist überhaupt nicht über ihn. Und zweitens, die beziehen sich entweder auf dieses Buch oder auf Tabari. Tabari ist der älteste Deuter des Korans und Erzähler. Nur auf den beiden erzählen die meisten Europäer über den Islam, weil sonst gibt es gar keine anderen Quellen, weißt Wahnsinn. Also wenn ich Ja. Tabari zitiere und Sie das nicht annehmen, dann lehnen Sie den ältesten Korandeuter ab. Und Richtig. Tabari war es der, der überliefert hat, dass Mohammed eine Debatte gegen zwei Christen verloren hat. Über die Gottheit von Jesus Christus. Das ist der Wahnsinn. Der ist von Ja. Tabari, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Und Tabari, das ist, die Muslime nennen ihn auf Arabisch Sheikh al-Mufassirin. Das bedeutet der Guru der Deuter vom Koran. Das ist der Tabari. Warum? Weil er zeitlich gesehen direkt, also 180 bis 200 Jahre nach dem Tod Mohammed kam. Alle anderen, die kamen viel später. Verrückt. Auch der Bukhari kam später. Bukhari ist eine Käferin. Bukhari. Wer ist schon Bukhari? Keiner nimmt irgendwas von Bukhari an. Das Bukhari brauchst du gar nicht mehr zu bringen. Wenn du sagst Bukhari, die gehen schon. Die gehen freiwillig raus. Seit wann? Ist das jetzt nur, weil jetzt wir die genauen Erzählungen von Bukhari kennen und der Blödsinn, was er geschrieben hat, obwohl, Ja. du weißt doch, dass da überhaupt keinen Beweis gibt, dass das Buch von Bukhari überhaupt ihm gehört. Es gibt keinen Beweis. Ja, weil Niemand sie haben nicht weiß. mal Original von Bukhari. Es gibt Nein. eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Man Fotokopie. kann selbst die Richtig. heutigen Bukhari-Bücher nicht mit dem Originalmanuskripten vergleichen, weil sie nichts haben. Das ist genauso wie mit dem Richtig. Koran. Genau so ist es, ja. Und Also sie Bukhari, haben das gar Buch von nichts. Bukhari kam 400 Jahre nach dem Tod Mohammed. Der Bukhari Ja. selber ist ungefähr 185 Jahre nach dem Tod Mohammed, also geboren. Aber weißt du Und das das? Buch. Bukhari hat sich vor jedem Hadith gewaschen und gebetet, wenn er das aufgeschrieben hat. Und er hat alles zu Fuß bereist. Wie hat er das geschafft? Er war blind. Er hat das Er war auch blinder. noch. Ja, ich war ein Er war Blinder und der war sehr blinder. jung. Nee, ganz im Ernst. Und die Das größte auch. seiner. Ich dachte, schlimmer kann es gar nicht werden. Da sagst du noch, er war blind. Vielleicht noch Analphabet. Er konnte kein Arabisch. Ich meine, Er konnte kein Arabisch. ich kam aus Kasachstan oder Usbekistan, aus der Ecke. Früher war das alles Persien. Ne? Er hat kein Arabisch gesprochen. Wie kann das sein, dass jemand, der rumgereist ist, kein Arabisch kann, so viel über den Propheten wusste, als ob er mit ihm zusammengelebt hatte? Das ist doch, also. Ja. Und dann hat Tja. er von 600.000 Hadithen, hat er nur 6.000 bis 7.000 Hadithe im Vers. Ich meine, was sind denn die anderen? Warum sind die falsch? Guck mal, es mit den Hadithen. Weißt du, dass Abu Bakr 500 Hadithbücher verbrannt hat, direkt nach dem Tod von Mohammed? Abu Bakr hat keine Hadith verbrannt. Natürlich. Also ich weiß das Wenn nicht. Wo ich dir steht das er? sage, dann ja, ich hab, dann frag mich doch, wo es steht. Abu Ja, Bakr bitte. war der Erste, der die Hadithe loswerden wollte. Du sagst, das steht nicht. Wenn ich was sage, Sam, dann habe ich auch die Quelle dazu. Nee, nee, passt schon. Wo steht das? Ja, gerne, ich gebe dir das. Ich mache das gleich auf. Ja, gern, weil Er war der das Erste, der ein alle Argument. Spuren weghaben wollte. Weil in der Zeit von Abu Bakr wurde nichts geschrieben. Da wurde Doch, die doch, erste doch, Sammlung doch, von doch. Koran gemacht. Doch.
Doch, doch, immer noch. Warte doch, warte. So, Abu Bakr verbrennt Hadith-Bücher. Wo steht Nee, das? Othman, nicht Abu Bakr, Othman. Abu Bakr verbrennt direkt nach dem Tod von Mohammed Hadith-Bücher. Das will ich gerne mal Mein wissen. Vater Das hat. sammelte die Hadithe des Gesandten Aha. Allahs, insgesamt 500. Dann verbrachte er seine Nacht damit, sich schlaflos auf die Seite zu drehen. Ich dachte, dass er wegen einer Beschwerde von jemandem, der wegen einer Neuigkeit, die gehört hatte, verärgert war. Am nächsten Morgen sagte zu mir, Tochter, bring mir die Hadithe, die du besitzt. Also brachte ich sie zu ihm und zündete sie an. Hier geht es um Aisha und Abu Bakr. Dann sagte er, es ist möglich, dass es bestimmte Dinge darin gibt, die textlich nicht mit dem übereinstimmen, was der Prophet geäußert hat. Also hatte Okay. ich Angst, dass ich sterbe, dieser Hadith bei mir bleibt. Referenz, Seite 237, Band 5 von Kanz al-Umal, Verweis auch auf Ibn Kathirs Buch Al-Bidayah wal-Nihaya, sowie Seite 5, Band 1 von Al-Dahabis, Dal-Kirat al-Hufas. Und die Schiiten kennen auch diese Quellen, also die gibt es. Habe ich dir gerade genannt. Kann ich dir gerne auch zeigen? Ah, Ich habe das logisch. nämlich rauskopiert. Ich Also kenne das Abu Buch. Bakr. Abu Bakr war der Erste, der versucht hat, die Hadithe loszuwerden, weil sie schon damals problematisch waren. Guck mal hier. Kannst du gerne diese Quellen screenshotten? Ja, gerne. Das habe ich gewusst, im Ernst. Sam, du sprichst hier mit Oban. Er ist die Quelle aller Quellen. Ja, ich weiß. Ey, Sam, ohne anzugeben, selbst Schiiten zeige ich Quellen, die sagen, das wussten wir nicht, dass es das gibt. Selbst Schiiten, Super. die schon jahrelang debattieren, schreiben mir privat und ich schicke den, gebe den Sachen, die sagen, wir kannten das nicht. Naja, Schiiten glauben nicht an die sunnitischen Quellen, das weißt du doch, ne? Nein, aber zum Beispiel, dass Mohammed die Debatte verloren hat und sowas, das kannten die, also die Schiiten, die ich, mit denen ich gesprochen habe, die kannten sogar diese Quellen nicht. Schau mal, das, was du jetzt schreist, ist das sunnitisch oder schiitisch? Sunnitisch, Bruder, es sind alle sunnitische Gib Quellen. mir Ich die. habe nichts, Kannst ich du? mach nichts mit Schiiten. Okay, kannst du im Kommentar die Quelle oder den Link einfach mal reinfesten, dann liest es gerne. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so machen kann. Warte, ich kopiere mal. Du bist doch im Internet, Ich oder? gucke. Ja. Einfach den Link Warte, guck kopieren. mal jetzt. Jetzt kommt der. Ich schreibe das über mein Fake, einer meiner hunderten Fake-Profile, kann ich das Okay, reinschreiben. okay. Guck mal. Ich glaube, die Nachricht ist zu lang. Warte, ich mache das anders. Referenz. Ey, was will der eine von uns, Mann? Al-Razini, du bist Schiite, geh mal raus, mit dir debattiert hier keiner. Naja, mich steht nicht, wir auch nicht reden, das ist noch komisch, als ich so Sunniten, finde ich. Na, guck mal, ich sag nichts gegen Schiiten, ich debattiere auch nicht mit ihnen, ich will auch nicht, aber trotzdem ist Doch, irgendwie ich, also komisch. letzte Zeit beschäftige ich mich damit und ich weiß, es gibt sehr gute Argumente, dass sie auch rumspinnen. Sie sind auch nicht besser als ihr, die Sunniten, glaub mir. Oder ist Die nicht haben mein nichts mit Job. Kerzen. Ich respektiere sie, ich debattiere nicht mit ihnen. Sollen sie Schiiten sein? Das ist nicht mein Problem. Ich will nur Sunniten debattieren. Sie leiden auch unter diesen Sunniten, genauso. Ja, aber es ist doch alles gleich. Da kommt, das ist doch alles ein Ursprung. Ich meine, weißt du, was ich eben sagen, lieber Ali? Nein. Dass er der Al-Shara ist, also nach Ja. Mohammed ist Aber das Al-Shara. Bruder, bitte nicht, mach mal bitte nicht die Schiiten zum Thema. Bitte, bitte nicht. Nee, kein Weil ich Problem. schreibe mit sehr vielen, ich habe mit sehr vielen Privatkontakt und guck Okay. mal, jetzt habe ich das reingeschrieben. Seite 273, Band 5, Kanz al-Umal. Da hast du die Quelle. Siehst du das? Islam ist Ja. die Wahrheit. Das ist mein Fake-Account. Nee, super, ich kann das lesen. Jetzt hast
In Al-Bidayah wa al-Nihaya steht es auch und so weiter und so fort. Und Ja, somit du das hier. siehst, dass Abu Bakr schon zu Lebzeiten des Propheten Hadithe hatte, wo er dachte, dass, wie gesagt, an diese Hadithe glauben. Gudi, das ist fake. Das mit der Debatte war fake, Gudi. Von sowas gab es nie. Das war einfach fake. Das haben die gemacht, um zu provozieren. Ist wie gesagt, als ob ich mit solchen Geschöpfen reden würde. Zweitens, wenn die denken, die müssen mich widerlegen, da können die gerne hier hochkommen. Ich hab dich mal gestummt. Aaron, kannst auch Oban den Zweiten hier stummen, der soll gar nicht mehr reden. Ah, der war gut. Ja. Wie gesagt, die wollen mich provozieren auf jede Art. Ja, Oban ist halt die Quelle der Quellen. Das ist halt so. Da kann jeder hier dazulernen. Abu Bakr verbrennt Hadithe. Ihr müsst euch mal vorstellen, selbst nach dem Tod von Mohammed gab es schon Probleme mit diesen Hadithen. Weil das einfach Müll war. Weil jeder, das kann gar nicht sein, dass er das alles gesagt hat, Mohammed. Sie haben einfach alles dazu gedichtet, was sie gefunden haben. Das ist verrückt. Sollte ich diese Quelle den Koraniten geben, die würden die Sunniten damit platt machen. David, Ex-Muslim, heißt er jetzt, nicht schlecht. Heute springen meine Zuschauerzahlen, ne? Ich habe 100, 120, 100, 120. Das geht so zack, 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 zack. Oh, Sheikh Bulus, Gottes Segen. Gottes Segen, Werner TV, hi. Oh, Leute, könnten eigentlich den Stream so, ich weiß nicht, will den Stream eigentlich nicht beenden, aber beschäftige dich mit Alberto Rivera. Wer ist Alberto Rivera? Kennt denn jemand? Muslime haben sowieso aufgegeben. Guck mal, sie haben es aufgegeben. Sie waren am Anfang missionieren, missionieren, Islam ist die Wahrheit, bla 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 bla. Jetzt haben die kaum noch Zuschauer. Gestern war die gesamte Gummibärenbande zusammen live. Alle zusammen. Und sie hatten knapp 100 Zuschauer, so 10. Alle zusammen. Stell dir mal vor, wir Christen, so die Bekannten hier auf TikTok mit Flex, Mensa, meine Wenigkeit, Dichter, Denker, der hier komplett Dings widerlegt hat, hier Samra, Elia Nathan, wenn wir alle in einem Stream wären, zusammen, Army Ex-Muslim, nehmen wir mal die ganzen Bekannten rein, dann wären wir locker über 1000, 1500, locker, locker. Ja, und da kommen die mit gar keine Reichweite mehr auf TikTok, überhaupt nicht. Keiner interessiert sich für die. Natürlich fangen sie dann so uns zu provozieren. Ja, komm, Debatte. Was haben die denn von der Debatte? Guck mal, die suchen nicht die Wahrheit. Die suchen nicht die Wahrheit. Sie wollen Menschen erniedrigen. Sie wollen Videos schneiden und sie wollen lügen. Warum sie die Debatten machen, weil sie dann halt viele Spenden bekommen. Natürlich, die brauchen auch Geld. Das ist ja Monatsende, ne? Das ist ja der 25. Es wird langsam knapp. Da brauchen die natürlich Geld. Deswegen hier Debatte da, hier Urban. Natürlich, sie wollen meine Reichweite haben. Sie wollen meine Aufmerksamkeit. Aber bitte kommt doch hier rein. Guck mal, bei mir gibt es eins gegen eins. Hier ist sonst niemand.
Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Ja, Joker soll lieber schminkt zu toll. Als ob der gegen mich debattieren könnte. Der weiß ja nicht mal, wie Soren seinen Koran hat. Bitte, Leute. Irgendwo ist auch Grenzen. Der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Boah, Gänsehaut. Liebe zum Hadith habe ich debattiert vor einigen Tagen. Ich muss nur noch das Video schneiden. Der war bei mir im Live mit seinem Fake-Account. Meine Zuschauer kennen das ja. Ich habe den beim Autofahren debattiert und widerlegt. Beim Autofahren. Ich hatte nicht eine Quelle dabei. Ich habe alles widerlegt, was er gesagt hat. Aus seinen Quellen. Und ich habe ihn sogar noch verbessert in einem Hadith. Ja, also, der ist völlig vorbei. Hannover, du warst nicht dabei. Du weißt ja nicht mehr, wann das war. Egal. Ja. So, Bruder, Musa, du kannst gerne reden. Alles gut, Bruder. Ich bin einfach hochgekommen, ein bisschen reden. Wollen wir das Video mit Liebe zum Hadith mal laufen lassen? Leute, soll ich das mal mit Liebe zum Hadith laufen lassen? Mach mal an, Bruder. Ich will es auch sehen. Ja, ich lasse es mal laufen. Ich muss so gucken, wo ich das runtergeladen habe. Video, Jesus doch dein Gott. Ist es das? Ja, es ist das. Ich muss nur noch die Stelle suchen, weil das Video geht 2,5 Stunden. Warte, also ich bin hier groß. Ein paar Leute, die... Und wir machen uns ja nicht lustig über die Muslime. Natürlich, wir machen uns lustig über diese Ideologie, die erlaubt, abtrünnige Frauen, Kinder und Männer zu essen, die in Fatwa Nummer 6058 erlaubt, Säuglinge zu heiraten. Das können wir mit unserem Menschenverstand nicht vereinbaren. Das geht nicht. Und nur weil du liberal bist, heißt es nicht, dass deine Schrift liberal ändert hat. Respekt. Aber es geht nicht. Even he is a young boy or woman and eat them. Und sie beleidigen uns. Das ist ja korrigiert mich. Ja, Ballerfeine. Ach so, das ist an dem Tag, wo Amir zu mir mit live gekommen ist. Ich muss mal gucken. Downloads. Bruder Musa, du kannst gerne... Ja, das ist nur der Tag, wo Amir bei mir im Live drin war. Ja, Bruder. Ich hab mal auch vor einem... Alles, den Test. Ich habe ihn... Das war was... Haben wir es zum Beispiel verboten? Ich bin schnell. Schick mir sofort. Wenn du den findest, Superpanda. Wenn du den. Was hat er gesagt? Halb. Da muss man immer selber aufpassen, was man jetzt kann. Halb 42 kannst du sagen, immer mit. Das auch? Was da drin ist. Also, bitte. Ja. Verleugt. Hier weiter. Also. Ist nicht im Koran. Ist er gut? Und dann. Da sagt selbst. Ja. Das wollen wir selber ja sagen. Die Scheinwerfer komplett da unten. Albaner sind alle in die Schweiz gegangen. Die Schweiz ist gerettet, Bruder. Schau ein bisschen Iman TV und andere Fangschoten. Los im Feuer. Er. Wo ist das Video, Mann, ey? Nicht, dass das schon gelöscht hat. Ich hoffe, ich hab das noch. Bruder, hast du ein bestimmtes Thema? Ich, Bruder? Ja. Nein, Bruder, ehrlich gesagt gar nichts. Guck mal, sie beleidigen, das ist so heftig. Bruder, die kommen hoch. Ich sage, hat Kinderehe was mit dem Islam zu tun? Die sagen, nein, ich zeige den aus dem Koran. Die sagen, ja, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Kek. Oder dein Prophet hat 2 Schwarze gegen einen Weißen verkauft. TikTok sportlich. Vielleicht schon nicht vermengen.
U-Bahn, Bruder, du weißt, wer ich bin, ne? Sie lesen dich, Bruder, sie lesen dich. Wie bitte? Du weißt, wer ich bin, ne? Ja, klar. Daumen, Bruder. Ja, ich hab das Video, ich hab die Stelle. Also, guck mal, es gibt auch ein Beweise du mir erst, dass die Zakat geringer ist, höher ist als die Jizya. Beweise du erst mal mir das. Wenn du schon solche krassen Behauptungen aufstellst. Hallo. Das ist jetzt, hallo. Sie debattieren mit mir mit einem Fake-Account und das sind mehrere Leute und einer davon ist Liebe zum Hadith. Leider, ich fahre Auto, ne? Man hört dich nicht so gut, Johann. Was überzeugt dich so vom Christentum, dass du denkst, dass es richtig ist? Weil wir einen perfekten Jesus Christus folgen. Gott in Mensch, der keine Sünden begangen hat, kein Kind geheiratet hat, der keine Kriege geführt hat, keine Sklaven gehabt hat, der nichts gemacht hat, wofür wir uns schämen müssen. Deswegen folge ich Jesus. Das ist Gott. Wie bitte? Sagst du, Jesus ist Gott? Ich sage, Jesus ist Gott. Amen. Okay. Das Wort Gottes wurde Mensch. Das Wort Gottes wurde Mensch. Und dieses Wort hat eine zweite Natur als Mensch bekommen. Ja. Ich lasse gerade die Debatte von Liebe zum Hadith von mir aus laufen, der mit seinem Fake-Account auf meinem Account war, wo sie zu zweit durch einen Account debattiert haben. Und genau den Tag ausgesucht haben, wo ich Auto fahre. Diese Hinterhältigen. Genau, der Mensch, Jesus ist gestorben, der Geist Gottes kann nicht sterben, da ein Geist nicht sterben kann, und Gott ist nicht sterben. Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Warum steht in der Bibel dann drin? Erstens, dass Gott sich nicht wandelt. Jetzt ist es. Jetzt spricht er gleich. Wo steht Gott? Das? Malachi 3,6. Was steht da? Ich, der Herr, wandle mich nicht. Und ihr habt nicht aufgehört, ihr habt Sünden sein. Ja, okay, wo ist das Problem? Sagt ihr nicht, Jesus ist gleich geworden? Ja, das Wort Gottes wurde Mensch, ja. Wenn das Mensch wurde, dann hat es eine Verwandlung. Dann muss man dasselbe sein. Ja, das Wort wurde Mensch. Ist das Wort Gottes? Gibt es da noch zu diskutieren? Ist das Wort Gottes? Willst du mich jetzt von deinem Islam überzeugen, indem du jetzt mir die Gottheit von Jesus... Was willst du? Ich habe mal eine Frage gestellt. Okay, ja, ich habe dir jetzt geantwortet. So. Ist das Wort Gott? Ja. Wenn das Wort Gott ist und das Wort sich gewandelt hat, wird gleich. Du hast selber gesagt, wieso wandelt es sich, wenn es in der Bibel steht, dass Gott sich wandelt? Ja. Achso, starke Antwort, okay. Und dann noch eine Frage. Ihr sagt ja Trinität, das heißt, Jesus ist ja auch Gott, ne? Ja. Okay, wieso ist es dann in der Bibel? Warte, du hast jetzt so viele Fragen gestellt. Jetzt will ich dir mal eine Frage stellen. Ich habe eine Frage gestellt, aber okay. Na genau, eine Frage und du hast die Antwort. Jetzt bin ich dran, Leute, jetzt lege ich los. Darf man im sunnitischen Islam kleine Babys heiraten? Nein. Jetzt was ist mit Sura 65, Vers 4, wo man sich von einem Kind scheiden lassen kann, das aufgrund ihres jungen Alters noch keine Menstruation hat? Warte kurz. Deborah. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt guck mal, wie dumm der ist. Gottes Segen, Deborah. Also, erstmal, da steht da drin. Gottes Segen. Leute, ich lass gleich laufen, da bin ich dran. Und guck mal, was dann passiert. Elia, Bruder, hast du das Video gesehen? Das habe ich nur wegen dir gemacht. Welches Video? Mit Al-Burak. Ja, yeah, ich hab das gesehen, ich hab mich so kaputt gelacht. Sie dich so bedrängt haben wegen Einhorn. Hm. Ich hab das Video nur wegen dir gemacht, um sie wieder zu blamieren, dass sie nicht mal Al-Burak kennen und über Einhörner reden wollen. Küss dein Herz, Bruder, ich küss doch dein Herz, Bruder, ich liebe dich einfach. Ich dich auch, Bruder. Der Typ ist, der schwört noch auf Allah, der schwört noch auf Allah. Und lügt, Bruder. Und das sagt er so am Ende, ja, Bruder, das war Spaß, ich kenne das schon. Aber Bruder, du schwörst auf Allah und so. Das, und du wirst aus deinem Film rausgeschmissen, Bruder, wenn du auf Allah schwörst und lügst. Bruder, das ist normal bei dir.
Oder aber lass mich mal mit Liebe zum Hadith zu Ende führen, weil sie debattieren zu zweit an einem Fake-Account gegen mich beim Autofahren. Kennst du auswendig oder nicht? Ja, ja, ich kenne. Lies Tafsir ibn Kafir. Lies mir nicht die Sura, lies die Erklärung von ibn Kafir. Jetzt tun sie so, als ob sie Koran Sura 65 Vers 4 auf einmal nicht kennen. Nein, Musa ist kein Muslim. Allah geht auch auf Toilette, Memo. Kann ich dir beweisen. Allah geht auch auf Toilette. Wenn ich dir das nicht beweisen kann, lösche ich meinen TikTok-Account. Trau dich hoch. Wurde ich heute auf meinen Account gesperrt? Oh, weil nein, ich gehe davon gut richtig. Weil so nein, ich kriege harte Dosis. Nur harte Dosis. Moses war auch kein Muslim. Wie bitte, Bruder? Ich wurde auf TikTok gesperrt, Bruder, weil ich so einen Hadith gezeigt habe, dass Mohammed sich als schwul outet. Ja, Bruder, das will ich haben. Also das musst du mir mal geben. Das habe ich in der Gruppe gepostet, Telegram. Das jedes Mal. Ja, muss ich mal gucken, Bruder. Ein ganzes Buch über die Trinität. Das hat hunderte Seiten. Da wollen die das in 5 Minuten. Jalo, ich hol dich gleich hoch, ja? Ich will jetzt meine Frage wegen Sura 65 Vers 4. Ich will mal Liebe zum Hadith der Warte zeigen. Warum eben Kafir schreibt, das sind kleine Kinder gemeint. Leute, die gerade reingekommen sind, es gibt Debatte zwischen mir und Liebe zum Hadith, der mit seinem Fake-Account bei mir drin war beim Autofahren. Guck mal, seine Ausrede jetzt zu Sura 65 Vers 4. Und Allah heirat heißt nicht. Warum kann ich ausreden? Warte mal. Lass schon meine Erklärung machen. Du sagst schon erklären, dann lass schon erklären. Ja. Lass schon ausreden. Ja, okay. So, erstmal, das Mädchen darf ab einer bestimmten Reife selber entscheiden, ob sie es will oder nicht. Das heißt, es hängt auch von einer Entscheidung ab. Das steht auch in mehreren Hadithen in Überlieferungen drin. Dann, wenn sie noch nicht das Alter hat. Die Hadithe. Also erstmal, fangen wir an mit Sahih Bukhari 6970. Eine Jungfrau sollte nicht in die Ehe gegeben werden, bis ihre Erlaubnis gewährt ist. Er sagt, eine Jungfrau sollte nicht in die Ehe gegeben werden, bis ihre Zustimmung gegeben ist. Aber das sie ist dürfen Liebe. Babys heiraten. Ja, genau. Jetzt frage ich, Bruder, guck mal, jetzt frage ich ihn, wie soll ein Baby denn zustimmen? Guck mal. Okay. Weil mit mir gibt's keine Spielchen. Ja, das ist Liebe zum Hadith, ja. Weil ich nenne ihn, ich sag ja auch schon, dass er das ist später. Er stimmt auch zu. Er verneint das nicht. Okay. Guck mal. Dann kommen wir weiter. Kann ein Baby eine Erlaubnis geben oder nicht? Ein Baby, nein, das habe ich gerade gesagt. Fatwa, weißt du, was eine Fatwa ist? Weißt du, was eine Fatwa ist? Ein Rechtsurteil. Fatwa Nummer 6058. Ist es erlaubt, ein Säuglingsbaby zu heiraten? Antwort, Fatwa Nummer 6058. Wenn der Ehevertrag den islamisch gesetzlichen Anforderungen spricht, gilt sie in jeder Hinsicht als seine Frau. Er darf sie ansehen, berühren und küssen. Er darf kein SCS mit ihr haben, bis sie den SCX ertragen kann, ohne ihr Schaden zuzufügen. Wie sollte man bei einem Baby herausfinden, ob es SCX ertragen kann? Und seit dann darf man ein Baby heiraten und es berühren. Fatwa Nummer 6058. Sie debattieren im 21. Jahrhundert darüber, ob man Babys heiraten darf. Ach du meine Güte. Ich gehe auf deinen Punkt ein. Ich gehe auf deinen Punkt ein, weil du sagst, man muss fragen und ich sage. Und jetzt redet wieder der andere über diesen Account. Bruder, die kommen zu zweit, die debattieren zu zweit über einen Fake-Account gegen mich. Muss dir mal vorstellen, wie dreist. Und dann suchen die sich genau den Tag auf, wo ich Auto fahre, wo ich nicht mal zu Hause bin. Das ist deren Tapir, Bruder. Ja. Ja, das sind halt deine Gelehrten. Bruder, Elia Nathan nicht stumm schalten. Wer hat Elia Nathan stumm geschaltet? Leute, nicht, Bruder. Elia Nathan ist sein Bruder. Nicht stumm schalten. Wer macht denn sowas hier? Elia, du bist wieder frei. Auf was beziehen Sie sich? Jetzt sage ich, er sagt, Fatwa kann ja jeder schreiben. Ich sage, nein, Fatwa muss man sich auf irgendwas beziehen. Man kann nicht einfach so eine Fatwa rausgeben. Das ist Al-Sharia von Maimu Al-Fatawa, Al-Sharia. Warte, wer ist das? Irgendwas Blumen.
Guck mal, der Gelehrte ist egal, wer das rausgibt, weil der das widerspricht nicht dem Koran. Das Ding ist, die können auch keine Antwort ist darauf finden, Bruder. Ist das, egal, was sie argumentieren. Wen soll ich die Modi-Rechte wegnehmen? Leute, was macht ihr für ein Chaos? Warte, Bruder, was läuft hier in meinem Chat? Warte, ich hole erstmal Amra hoch. Ja, die Modi. Elia, komm mal bitte kurz hoch. Bitte. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Seid ihr Muslime? Nein. Bruder, was geht? Bruder, was gibst du für ein Problem? Was machst du mit meinem Chat, Bruder? Bruder, dieser. Du verarschst die, oder? Keine Ahnung, der hat Donner geärgert, dann hab ich ihn geärgert und ja. Hallo. Er haut jetzt rum, weil ich ihm ein paar Sprüche gegeben hab. Mit so Leute, hört mal auf, bitte. Ja, aber er ärgert die ganze Zeit. Er soll aufhören. Ja, Bruder, Karl, hör. Dieser, sorry, dass ich mich gerade einmische, erstmal Gottes Segen an alle. Ich zeig gleich weiter die Debatte. Der KH-Art hat ihn gestummt. Nimm ihn bitte die Modi-Rechte weg. Ja, okay, Leute, ich kläre das dann gleich, ja? Okay, danke. Gut, Gottes. Ich gehe wieder runter, ja? Mach mal raus, bitte. Bruder Elia, ich dachte, du bist ein Fake-Account von Elia. Amra, hast du eine Frage? Ich geh raus, Bruder, ja? Ja, also ich bin ein Mensch, ich... Kahat, Elia ist ein Bruder von uns, ja, er ist einer der besten Debattierer, also... Ich geh raus, Bruder, Herz, ja? Seid ihr christliche Bruder? Ja. Dankeschön, Bruder, dankeschön, der Spaß. Ja, wir sind Christen, ja, Amra, wir sind Christen. Ja, ich bin auch Christ, Amra, kannst du bitte mit deiner Frage, kannst du bitte eine Anfrage stellen? Ich zeige die Debatte zu Ende und dann hole ich dich hoch, geht das? Weil ich dachte, du bist Muslim. Ach so, okay. Ihr diskutiert mit mir. Ja, stell eine Anfrage, ich hol dich gleich hoch. So, die Debatte geht weiter. Also, guck mal. Es gibt auch ein Hadith, der ist bei Sahih al-Bukhari drin, 772, okay? Hörst du? Und da steht drin, die Gelehrten stimmen zu, dass es für Väter erlaubt ist, ihre jüngeren Töchter zu verheiraten. Es ist für Väter erlaubt, ihre Töchter zu verheiraten. Guck mal, am Anfang hat er gesagt, nein, die muss zustimmen. Hat man Quellen? Auf einmal kommen andere Hadithe raus. Das auch wenn ist ja schon ein Widerspruch. In der Wiege sind. Ja, Bruder, hör mal zu. Auch wenn sie noch in der Wiege sind. Jedoch. Ein Väter darf die Tochter heiraten, auch wenn sie schon in der Wiege ist. In der Wiege. Am Anfang hat er gesagt, nein. Ich zeige ihm die Quelle. Dann sagt er, ja doch, das geht, wenn sie in der Wiege ist. Guck mal, wie hinterhältig sie sind. Es ist für Ehemänner nicht erlaubt, die Ehe mit ihnen zu vollziehen, bis sie gefahrlos für den Verkehr sind. Ehemann darf erst die Ehe mit dir vollziehen, wenn sie es ertragen kann. Sagt er jetzt auf einmal selber. Wie willst du bei einem Baby rausfinden, ob sie es ertragen kann? Das steht da selber nochmal drin. Das heißt, man darf die Kinder verheiraten, ja, aber nicht verkehren mit ihnen. Genau. Bukhari, was war das? Möchtest aber das heißt, Sahih Bukhari 772. Das heißt, die Männer, also die Väter, dürfen die Kinder verheiraten. Okay, wo ist das daran schlimm? Die dürfen die verheiraten, okay. Einen Ehevertrag dürfen sie setzen. Aber das heißt noch nicht, dass die Ehe vollzogen werden muss. Genauso was auf unsere Propheten zum Wahrheit genau. Lass mich ausreden. Dass der Aisha mit 6 Jahren den Heiratsvertrag gemacht hat, aber die Ehe erst mit 9 Jahren vollzogen hat, weil er gewartet hat, bis sie ihre Reife erreicht hat. Woher willst du bei einem Kind herausfinden, ob sie es ertragen kann oder nicht? Wie willst du bei einem Kind es herausfinden? Deswegen darf man nicht Pubertät. Weißt du, was bedeutet Pubertät? Welche Aisha hatte mit 15 Jahren Pubertät, mein Freund? Wo steht das? Da steht im Fath al-Bari von Ibn Hajar al-Asqalani, Band 10, Seite 544. Wieso steht in Hadithen drin, dass Aisha... Er sagt, wieso steht in Hadithen, dass Aisha ihre Pubertät hatte? Guck mal, wie ich ihn jetzt widerlege. Ich widerlege ihn aus dem Auto, indem ich ihn korrigiere, dass er den Hadith falsch zitiert hat. Aus dem Auto muss ich ihn über sein Hadith korrigieren. Guck mal. Ihre Eltern praktizieren den Islam seitdem sie in der Pubertät war. Das heißt, sie war schon in der Pubertät? Er sagt, sie war schon in der Pubertät. Guck mal, was jetzt passiert. Da steht in Sahih al-Bukhari, aber wenn du den arabischen Text nimmst, da findest du die Punkt. Was ist authentisch nach dem Koran? Er sagt, was ist authentisch nach dem Koran? Guck mal jetzt. Hörst du mir mal zu, es gibt einen einzigen Hadith in Sahih al-Bukhari, wo das drin steht, aber da steht im Englischen übersetzt in Klammern Pubertät, aber im Arabischen steht
sehe das nicht. Und Punkt. Punkt. Erwischt, Bruder. Beim Lügen erwischt. Er kann Arabisch. Bruder, er kann Arabisch. Ja. Er weiß ganz genau, dass es im Arabischen nicht steht. Das ist eine Hinzufügung im Englischen in Klammern. Und da wird er erwischt, Bruder. Und jetzt. Das ist das einzige Hoffnungsschimmer für euch. Aber Fatal Bari ibn Hajar von Al-Asqalani, Band 10, Seite 544, steht drinne, dass Aisha mit 15 noch mit Puppen gespielt hat. Und ja, da gibt's ein Rechtsurteil. Warte mal, da gibt's ein Rechtsurteil. Ich habe das jetzt mit dem Rechtsurteil gesagt, damit er sagt, nicht meine Schwester spielt auch mit 15 mit Puppen. Das stimmt gar nicht. Islamisches Recht jetzt. So, in der Scharia darf man mit Puppen spielen, erst wenn man noch nicht die Pubertät hatte. Weil wenn, sobald man in der Scharia die Pubertät hat, geht man islamisch gesehen als erwachsene Frau. Und da gibt es sogar eine Fatwa, das müsste 7453, ich muss gleich gucken, da steht, Aisha war es in dieser Zeit noch erlaubt, mit Puppen zu spielen, da sie noch nicht ihre Menstruation hatte. Und er hat, guck mal Leute, er ist jetzt gar nicht auf das Argument eingegangen, dass er mit diesen, wo sie ihre Pubertät hat, gelogen hat mit diesen Hadith. Er hat gelogen, ich sage, das ist eine Hinzufügung im Englischen in Klammern, aber nicht im Arabischen, das ist weg. Also er hat gelogen und darüber redet er jetzt gar nicht mehr. Jetzt springt er zum anderen Punkt. Springen, 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 springen. Aber wenn ich jemanden habe, ich bin ein Pitbull, dann ich gehe nicht mehr vom Punkt weg. Guck mal, das ist eine Ergänzung zum Hadith, das ist nicht der Hadith selber. Er sagt, das ist eine Ergänzung zum Hadith, aber nicht der Hadith selber. Jetzt geht es zum anderen Hadith. Bruder, ich weiß, ich erwische ihn bei jeder Lüge. Bruder, ich erwische ihn bei jeder Lüge. Guck mal jetzt, er sagt, das ist eine Ergänzung. Das ist eine Ergänzung zum Hadith. Das ist eine Erklärung. Das ist eine Erklärung von Ibn Hajar al-Asqalani. Genau. Es geht um Quellen. Wenn in der Quelle im Hadith selber drinsteht, das ist, setze mit Puppen gespielt hat, was ist daran schlimm? Wenn deine Mutter mit deiner Tochter mit Puppen spielt. Nein, warte. Scharia, mein Freund, in der Scharia, sobald eine Frau die Pubertät hat, darf sie nicht mehr mit Puppen spielen. Und bei Mohammed war es ja die beste Scharia, ihr sagt ja unter ihm. Somit darf man nur mit Puppen spielen, solange man nicht die Periode. Ich bin auf der Autobahn, ne, Bruder Elia? So hinterhältig. Wenn ich zu Hause abends streame, wo ich doppelt so viele Quellen habe, kommen sie nicht. Warte. Er weiß es doch, glückselige Hoffnung. Genau, er weiß Bruder, es doch. Takia ist das. Bruder, sind genau wie Hyänen, Bruder. Die warten bis zum Punkt, wo der Löwe schwach ist. Dann greifen sie an. Ja. Hyänen sind das, Bruder. Ja. Jetzt habe ich 140 Zuschauer abends streamen, mein Computer, meine Quellen. Und ab der Periode bist du islamisch gesehen eine erwachsene Frau. So eine Fatwa darüber, ein Rechtsurteil. Oder sogar erklärt wird, warum das Ibn Hajar al-Asqalani erklärt hat. Und Leute, wacht mal auf. Kein Gott erlaubt, Kinder anzufassen. Wirklich nicht. Kein Gott. Leute, okay, wacht auf. Okay. Du sagst, erstmal, du hast mir schon 10 Fragen gestellt, aber ist mir auch egal. Ich beantworte das weiter. Ich bin ja nur auf deine Antwort eingegangen, und du sagst, aber du warst ehrlich, du hast wenigstens zugegeben, dass man im Islam Babys heiraten darf, und wer sowas unterstützt, und außerdem kommen wir weiter. Du hast dich er leugnet jetzt, dass er es zugegeben hat. Vor 5 Minuten hat er gesagt, man darf ein Baby sogar in der Wiege verheiraten, wenn es der Vater möchte. Jetzt sagt er nicht, das habe ich nicht gesagt. Oh mein Gott, was ein Lüfter. Jetzt leugnet er das wieder, weil ich dann viele Zuschauer hatte und dann gesagt habe, zugegeben, du hast dich schon. Also, hör zu. Aisha ist über Aisha. Ich weiß nicht, wer der andere ist. Die waren zu zweit. Ja, ne? Aisha. Sie war krank und die Haare fielen aus und sie wuchs wieder nach. Was ist das? Das Alopecia. Da kannst du googeln. Das Alopecia. Jetzt, guck mal, wie ich das jetzt wieder widerlege. Er will Alopecia sagen. Stimmt aber nicht. Guck mal, ich widerlege jetzt auch das. Das ist in der Pubertät ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein reversibler Haarausfall. Das bekommen Kinder, wenn die hohen psychologischen Druck ausstrahlen. Krank und die Haare fielen auf und. Ja, sie wurde. Was er meint, da wachsen die Haare nicht nach, weil Aisha hat einen vollständigen Haarausfall. Ja, da liest du auch den Hadith, wo ihre Mutter sie messen musste, weil sie körperlich unreif war. Was machen wir dann? Wo steht das? Ich gebe dir das sofort. Jetzt kann ich auch eine Frage stellen, bitte, weil du stellst mir 10 Millionen Fragen so. Nein, ich gehe nur auf deine Punkte ein. Weil du erzählst Sachen, die es ja nicht gibt. Ich habe schon eine Sache gefragt, du hast gesagt, ja, okay, Quatsch mit der Frage, jetzt gehen wir auf meine Fragen ein.
lass mal eine Frage stellen. Du sagst ja, hörst du? Hörst du mich? Ja. Ja. Okay. Du sagst ja auch, Jesus ist ja auch Gott, ne? Das heißt, sie sind gleich. Gott ist gleich mit dem Partner. Jetzt gehen die wieder auf Jesus. Jetzt gehen die wieder auf Jesus. Und dann kommt der Bruder rein, Feind des Christentums. Da geht's Christentum-Debatte, weil ich steig dann aus dem Auto aus, komm wieder und dann kriegt er sein Deutschstoß. Das ist der Vater gestellt, ne? Ja. Okay, ja, wenn ihr ja recht schätzt mit dem Vater. Lies mal bitte, warte, was? Jetzt ist die Debatte der Bruder vereintes Christentum und Menschenfischer debattieren ihn über das Christentum. Ich bin da nicht mehr im Auto, weil ich musste raus, weil ich war ja auf Arbeit an dem Tag und dann komme ich wieder rein. Guck mal, wer ist in die Würde ich denn hast? Wenn ich jetzt hier einen Kuh. Jesus Christus, wenn Gott wurde versucht, aber das Volk nicht heiraten. Und du, wenn du hier was beibringst. Gott wurde versucht, aber der Teufel wusste das nicht und deswegen hat er Gott versucht. Richtig, weil der Teufel das. Gott kann schon. Der Teufel kennt Gottes Plan nicht. Okay, nächste Frage. Wenn Jesus Gott. Guck mal, nächste Frage direkt. Da wurde direkt schon widerlegt. Zur nächsten Frage. Ja. Bruder, dann komme ich wieder, weil die Leute haben ihn viel von der Leine gelassen, viel zu viel Fragen stellen lassen. Er weiß alles. Okay? Absolut. Ja. Absolut. Okay. Willst du jetzt mal fragen, gucken, den jüngsten Tag? Ja. Nein. Eigenschaft von Gott. Wenn er 100% Eigenschaft von Gott. Nimmst die Antworten nicht an, weil du Angst hast. Du hast Angst. Muss der alles wissen und konnte nichts lernen. Wenn er nichts lernen konnte, hat er trotzdem Fehler gemacht in Hebräer 5,8. Jesus lernt an seinen Sachen, der an denen leidet. Wenn er lernt, dann hat er nicht alles. Genau, das war Aram. Der ist auch kurz reingekommen. Er hat alles wissen und musste lernen für Sachen. Und Gott okay, hör zu. Ja, Schatz, ja. Ganz kurz, hör zu. Aha. Jesus ist auch 100% Mensch. Er hat auch als 100%, er hat auch als 100% Mensch irdisch gelebt. Das darfst du nie vergessen, mein Lieber, denn er wird uns richten und dann werden sehr viele sagen, ja, aber Herr, du bist doch Gott allmächtig. Ob dein Gott, dass man abtrünnige Frauen. War das eine Kleinigkeit? Wir sind ja nun Frauen, Kinder und Männer essen darf. Jetzt komme ich dazu und sage, reicht jetzt. Jetzt stellen wir wieder unsere Frage. In dem Buch Al-Ikna fi Hala Abishuya vom Imam Al-Shardini nach der Lehre vom Imam Al-Shafi. Die sagen, ich habe irgendein Buch gefreestylt. Ich rede über das Buch vom Al-Shafi, dem Begründer der islamischen Rechtswissenschaften, der erlaubt, abtrünnige Frauen und Kinder zu essen. Ich hatte, wie das Buch heißt. Soll ich euch die Al-Azhar-Universität zeigen, wie sie das im Unterricht den Kindern beibringen, wie sie Menschen essen dürfen? Weißt du, in der Bibel steht auch was mit dem, dass die... Nicht Bibel, erklär mir bitte, warum euer Gott erlaubt, Kinder zu essen. Erstens, wenn das in irgendwelchen Hadithen steht, heißt es nicht, dass du noch authentisch ist. Ja. Irgendwelche Hadithe. Auf einmal die Hadithe, sind da irgendwelche Hadithe, so Bukhari, Muslim. Weißt du, Bruder, wenn ich debattiere aus dem Auto, neben mir sitzt Bukhari, neben mir sitzt Muslim, dann Tabari und diese ganzen, und während der Fahrt, ich schmeiß immer so raus. Der Gelehrte, am Ende sitzt Mohammed, den schmeiß ich auch raus. Alle unauthentisch. Dann schmeiß ich den Islam raus, weil der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Nein. Hadithen, Rechtswissenschaft von Imam Al-Shafi. Juan, bist du höher als Imam Al-Shafi? Weniger als Hadithen. Bist du höher? Ich sage Juan, weil die mit Juan Fake-Account bei mir drinne waren. Also ich wusste nicht, dass das Liebe zum Hadith ist. Dann sage ich, dass das bist du. Und er sagt nichts. Ich möchte wissen, bist du höher als Imam Al-Shafi? Es ist kein Wort von Allah in den Rechtswissenschaften drin. Es sind Menschenworte. War Khalid ibn Walid recht geleitet? Guck mal, ich sage, war Khalid ibn Walid recht geleitet, jetzt antwortet der Zweite. Im Endeffekt schon, danke. Er sagt im Endeffekt schon, jetzt? Al-Bidaya wal Nihaya von dem Buch Ibn Kathir, das Anfang und das Ende, Khalid ibn Walid hat Malik gegessen. Wie kann ein Rechtgeleiteter von Allah... ein Mensch. Bitte, welche Daif hast du? Daif-Hadife. Ibn Kathir, Daif-Hadife. Mach mal Pause. Ja. Mal, Bruder. Ja. Du kannst argumentieren, indem, wenn die sagen, all diese Hadithe sind Daif. Daif bedeutet ja unauthentisch, also fehlbar. Du kannst dann argumentieren, warum
unauthentische Hadithe nie vernichtet worden sind. So, Hadithe, die gegen den Islam, gegen den Propheten, gegen die Lehre des Islams widersprechen, vernichtet? Warum wurden sie nie vernichtet, sondern immer... Bruder, deine Hadithe werden auch akzeptiert, die lügen nur. Genau, deine Hadithe, Bruder, werden nur, genau. Die werden nur für die Rechtsprechung nicht benutzt. Richtig. Nur nicht richtig, für die Rechtsprechung. Richtig. Aber sie werden akzeptiert. Guck die mal, wie es weitergeht. Deswegen sind ich die weiß. Drin. Hadith, bitte. Nicht Daif, Ibn Kafir. Ibn Kafir. Hä? Ibn Kafir. Hör mal zu, sag mal, das ist authentisch. Jetzt kommt wieder der andere. Jetzt switchen die wieder. Wie Leute mich debattieren, ich weiß es nicht mal. Nur weil er rechtfertigt, das heißt das nicht, dass er jetzt irgendwie wie bei euch irgendwie auf einmal ein Gott ist. Und warte, ich lese vor. Al-Bidayah, Wal-Nihaya, Volume 6, Seite 354. He Khalid ordered that the head of Malik be placed with two stones inside in the cooking pot. Then he Khalid it ate from it that night to scare the Arabs for being apostate. Then ate from it that night in order to scare the Arabs and others for being apostate. Ah, alles aus dem Kopf, Leute. Alles beim Autofahren. Ich habe nichts außer mein Lenkrad in der Hand. Und das reicht für die, die sagen, die Bibel ist verfälscht. Das hat Ibn Kafir geschrieben, das Anfang und das Ende von Ibn Kafir. Also wenn dich Allah recht leitet, fängst du an Menschen zu essen. Deswegen hat Imam al-Shafi in seinem Buch geschrieben, ja, Khalid ibn Walid hat Abtrünnige gegessen und jetzt dürfen wir auch Abtrünnige essen, auch wenn das Frauen und Kinder sind. Ihr dürft kleine Babys heiraten, hast du zugegeben, ich habe die Aufnahme. Ich sage, du darfst Babys heiraten. Er sagt, habe ich nicht zugegeben. Aber er hat doch vor 10 Minuten selbst gesagt, man darf schon Babys in der Wiege verheiraten. Jetzt sagt er, habe ich nicht. Guck mal, wie der ausrastet. Warte, ihr dürft Menschen essen. Ihr dürft Menschen essen. Und du redest über die Bibel? Ja, dann geh brennen. Wir brennen, ihr Teufel. Wir brennen, ihr Teufel. Guck dir mal die an. Die reden über die Bibel. Die sind abgehauen. Die sind rausgegangen. Oh, Bruder, ich muss hochladen. Ich habe nur keine Zeit zum Schneiden, Mann. Lass mich das machen. Ich schick dir das. Zugegeben, dass man kleine Babys heiraten darf, weil es eine Fatwa gibt, Rechtsurteil und Sahih al-Bukhari. Und dann sagt der Khalid ibn Walid, war rechtgeleitet von Allah. Aha, er hat Menschen gegessen. Ibn al-Shafi hat nur das aufgeschrieben, was Khalid gemacht hat. Und hat eine Fatwa rausgegeben. Weißt du, was das Ding ist? Ihr Satanisten, das war Liebe zum Khara. Das habe ich dann später gecheckt, dass er das war. Weil ich vorhin irgendwie, ich habe das zu ihm, in einer Stelle sage ich das zu ihm, Bruder, sogar, und er verneint das nicht. Also musst du genau gucken, wenn du schneidest, dass du genau weißt, dass wo ich die Stelle sage, dass er das. Ja, Leute, das war mir auch. Oban ist die Quelle der. Leute, hat das jemand aufgenommen? Guck mal, man erkennt das sofort, wo der wütend war. Bruder, lass den Ekner. Und wir können mal nicht ausweichen. Wie haben wir soll ich euch die Al-Azhar-Universität zeigen? Ihr dürft Menschen essen und du redest über die Bibel? Ja, dann geh brennen. Die Straße, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich hab's ja gesagt, ich hab ihn ja debattiert beim Autofahren. Ich hab die Aufnahme, Gott sei Dank. Oder du hast die vernichtet. Das ist so peinlich, Bruder, das ist so peinlich. Während der Autofahrt hast du sie beide einfach so textlich vernichtet, Bruder. Ja, nee, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, Bruder. Ich sag doch, du hast mehr Wissen als ich. Warum lügst du? Warum sagst du, du hast mehr Wissen, Elia, Bruder? Warum lügst du? Es war alles geraten. Es war alles erfunden. Die sagen, welches Buch hast du gefreestylt? Ich habe so meine Jacke geschüttelt, ja, und da ist so Al-Bidayah Wal-Nihaya von Ibn Kafir rausgekommen. Das war mein... Kurz, Autostaub gesaugt und da kam noch Tafsir Ibn Kafir raus. Ich glaube, Ibn Kafir saß in meinem Auto, als er dieses Buch geschrieben hat. Der saß hinten drinne. Ja, die Bruder, das ist schon unglaublich, Bruder, wie arrogant die sind. Ja, wie arrogant die sind. Die sagen noch, dass... Aber Bruder...
Ja, Sie sagen, er hat es nicht zugegeben, obwohl er selbst gesagt hat, man darf Babys in der Wiege verheiraten, hat er doch selbst zugegeben. Bruder, außerdem hast du ihm einen Hadith gegeben, der hat dann einen anderen Hadith dazu geholt, in Sahih al-Bukhari, wo dieser Sahih al-Bukhari komplett das andere Hadith widersprochen hat, wo somit hat dieser Hadith die gesamte Religion widersprochen. Ja, der Typ hat sich zwei Schrotflinten in den Anus gesteckt und sich selbst erschossen damit, Bruder. Bruder, und dann weißt du, was sie sagen? Die sagen, Urban ist der größte Lügner auf TikTok. Ich habe alles mit Quellen belegt. Bruder, du hast doch Belege, du hast alles. Bruder, schick mir das Video, ich werde das alles schneiden und ich werde das dir alles schicken, dann kannst du es posten. Ich schreibe das Video jetzt schon. Ja, ich kann leider keine Videos schneiden, aber es wäre cool, wenn ich das hochladen würde. Schick das in der Telegram-Gruppe ein, lass mich das einspeichern. Ich werde das dann für dich schneiden und dann alles dann in der Telegram-Gruppe privat schicken, Bruder. Ich schicke das jetzt rein unter Videos. Ja, Bruder, wie unglaublich. Und weißt du, Bruder, wisst ihr, was witzig ist? Bruder, ich habe letztens eine Nachricht bekommen von einem Muslim, dass ich, also geh doch zuliebe zum Hadith, wenn du Eier hast. Ich habe gesagt, ich habe schon debattiert. Er hat mir einfach geschrieben. Ich will jetzt diesen Muslim in sein Gesicht mal sehen, wie es aussieht, Bruder. Urban, macht ihr eigentlich Debatten auch so? Wie nennt man das? Also ihr macht eine Zeit aus und um der Zeit debattiert ihr oder? Nein, Bruder, ich mache keine Debatten. Ich mache meinen Stream, wer reinkommen möchte, kommt rein, Bruder. Ich mache meinen Stream, wer reinkommt, kommt mit mir debattieren. Wer denkt, ich lüge, weil ich diese Debatten zum Beispiel mit Zeit sind für mich absolut sinnlos. Warum? Weil ich möchte reden und ich möchte, dass er auf diesen Punkt eingeht. Mit Zeit werde ich meine Argumente sagen, er wird seine sagen. Keiner wird auf den anderen. Aber ich will, dass zum Beispiel, ich habe eine Frage, du hast eine Frage. Ich beantworte deine Frage und ich will, weil die Muslime sind Meister. Sie sind Meister im Verdrehen. Aber ich möchte, dass sie auf alle Punkte eingeht. Ja, aber ich meine nicht mit Zeit, sondern eine Zeit ausmacht, wann ihr debattiert. Darf ab einer bestimmten Reife selber entscheiden, ob sie es will oder nicht. Weil das Ding ist wenn die, ich meine, an sich so, immer kommen die rein, wenn du nicht zu Hause bist, so die meisten von den Guten, sag ich jetzt mal. So, ich. Ja, sie wissen, was sie machen, Bruder, sie wissen, was sie machen. Na, ich würde so, an sich. Bruder, Imam TV hat mich gesperrt, bevor ich die kannte. Ich komme nicht mal auf ihr Account drauf. Die wissen ganz genau, was die machen. Die wollen keine unangenehmen Fragen. Ja, guck mal, du kannst doch denen so eine Live, so eine Herausforderung stellen, um eine Zeit. Nein, Bruder, ich mach das nicht. Guck mal, Heik, ich mach sowas gar nicht. Heik, guck mal, ich mach sowas überhaupt nicht. Ich mach mein Live. Wenn jemand mit mir reden will, kommt da rein und redet. Fertig. Also ich mache diese geplanten Sachen gar nicht. Ich habe auch keinen Bock dazu, mich 4 Wochen hinzusetzen, mir irgendeine Debatte aufzuschreiben, die sich dann 5 Leute angucken und wo keine meiner Fragen beantwortet wird. Hier mein Live kann ich sagen, antworte oder geh raus. Genau. Bruder, ja, wenn du sowieso... Warte, ich habe eine Geschichte, glückselige Hoffnung. Ich war bei Irfan drinne. Ich habe gesagt, Irfan, du wirst über Aisha debattieren. Ich habe über Aisha 30 Seiten eine Doktorarbeit geschrieben. Lass mich dir helfen, Irfan. Er hat gesagt, du denkst wohl nicht, dass du bessere Quellen hast als ich. Da geht er hin und debattiert Thema Aisha und bringt die ganzen harten und unangenehmen Sachen nicht, dass sie gemästet wurde und so. Der ist als absoluter Jahil reingegangen. Ich habe ihm das in aller Freundschaft angeboten. Er war so hochnäsig, hat meine Hilfe nicht angenommen. Und er hat sich wirklich blamiert um das Thema. Ich habe über das Thema mit Anas debattiert. Da möchte ich auch lange ein Video davon haben. Ich habe mit Anas darüber debattiert. Gibt's auf YouTube. Anas hat nasse Hosen bekommen an dem Tag. Und ich habe zu Anas gesagt, du hast in allen Punkten gelogen. Er hat nicht mal verneint. Also dürfen ja lügen. Ist los. An sich die Tatsache, dass du lügen darfst, das ist schon... Ich guck mir das Video an. So, wer mit mir debattieren möchte, kann gerne hochkommen, wie gesagt. Anas Islam, Urban der Zweite. Auf den Kanal von Nora G.
Könnt ihr euch gerne mal angucken, wer Lust hat. Wo ist das? Ich möchte das Video. Ich wollte das Video mal zusammenschneiden, wo nur ich und er sprechen, weil auch andere da waren und noch dazwischen gesprochen haben. Leider, sie hätten mich mit ihm alleine lassen sollen. Hier ist das Video auf dem Kanal von Noregé, Anas Islam, Flexa, Angelo, Sheikh Yabudi, Oban der Zweite. Ich kam hier rein, aber ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ich glaube, es kommt heute niemand. Er hat auf nichts geantwortet. Er hat auf nichts geantwortet, was ich ihm gefragt habe. Lass mich mal anschauen. Nein, das Ding ist, Anas Islam ist sowieso selbst ein Ahnungsloser. Ja, leider. Aber er nimmt 4 Euro pro Frage, Bruder. Ja. 4 Euro. Ey, ja. Ich kann das nicht fassen. Ich habe dir das erzählt? Ich habe eine Anzeige gegen seinen Server gemacht vor ein paar Tagen. Ach, du hast es gemacht? Ja. Hey, wer hat dir was anderes erzählt? Nee, ich habe nur gehört, dass der eine Anzeige bekommen hat, aber ich wusste nicht, dass... Ich bin reingegangen und guck mal so auf Anas Server. Ich war ja selber da drin, als ich Muslim war. Und ich war da drin, ich scroll so runter, auf einmal sehe ich so Heiratsvermittlung. Ich so, okay, Heiratsvermittlung. Also machen die jetzt Heiratsvermittlung über Discord oder was? So, und dann gucke ich, Bruder, ich lese so einen Steckbrief. Bruder, auf einmal war da eine 14-Jährige. Boah. Ich so, Bruder, was macht eine 14-Jährige hier? Hello. Boah. Und dann lese ich so ihren Steckbrief. Da steht, Eltern wollen das und sie ist auch stolz darauf. Und ich so, nein. Ich so, die wird 100% gezwungen. Bruder, ich hab Screenshots gemacht. Weil dieser Steckbrief wurde auch dann gelöscht, weil die wurde schon vermittelt, die wurde schon verheiratet irgendwo in Deutschland mit 14. Jetzt wird sie mit 14 Jahren dort die Jallat von einem Pädophilen. Ich habe jetzt eine Anzeige gemacht, Bruder. Ich habe das zur Polizei gebracht. Die Polizei haben sich bedankt sogar bei mir. Haben gesagt, das wird jetzt erstmal zum Dings gebracht. Wie heißt das nochmal? Staatsschutz. Boah, und ey, weißt du, was du da geleistet hast, Bruder? Aber pass auf dich auf, ne? Bruder, ist mir egal, Bruder. Ich opfere gerne mein Leben, aber Hauptsache sowas muss raus, Bruder. Sowas muss weg. Bruder, ey, Riesenehre, Leute. Alle Rosen zu Elia, der Wahnsinn. Nein, Bruder. Was du da aufgedeckt hast, so ein Pädoring? Bruder, Pädophilie habe ich da aufgedeckt, Bruder. Bezahlung, Steuerhinterziehung habe ich da aufgedeckt. Ja, nicht so echten Steuerhinterziehung gibt's da auch, weil da steht ja so, da gibt's so ein Wort, du bezahlst. Aber Bruder, äußere dich weiter, wenn das Ermittlungen sind, dann äußere dich doch erstmal nicht lieber dazu. Ja. Weil nicht, dass jetzt Beweise vernichten, wenn du das überall erzählst. Ja, das stimmt auch. Aber auf jeden Fall stark, ja, muss ich schon sagen. Ja, Ehre für dich, Bruder. Auf jeden Fall Ehre für dich. Na, Bruder, hat nichts mit Ehre, hat nichts mit sowas zu tun. Das tat mir voll weh, Bruder. Nein, ich war übelst geschockt, dass ich selbst zu diesem Server war, Bruder. Und ich habe mich dann so geschämt. Ich musste erstmal beten und Gott um Vergebung bitten, dass ich sowas mitgemacht habe, weißt du? Hast du gut gemacht. Der sagt, Mashallah, Allah ist enttäuscht. Dankeschön, Leute. Aber ja, ich schwöre, ich habe Sachen gesehen da drin. Ich war schockiert. So, Steuerhinterziehungen sind da drin. Ja, Bruder, rede nicht davon. Laufender Verfahren. Rede nicht, weil die können Beweise vernichten, wenn sie jetzt mithören. Aber trotzdem stark von dir. Rede am besten gar nicht. Also, dass du das gemacht hast, sehr gut. Weil Ich werde dafür sorgen, dass dieser Server weggeht. Ja. Warte, war das jetzt? Leute, ich mach mal 2 Minuten eine Pause. Nee, ich lasse den Stream laufen. Ich bin gleich da, Leute. Ihr könnt ja in der Zeit reden und machen, was ihr wollt. War das jetzt ein Discord-Server oder habe ich mich verstanden? Ja, Bruder, Discord-Server. Ja, aber dann können die doch keine Beweise vernichten. Discord hat das ja auf deren Logs. Die löschen ja keine Namen. Genau, diese, wie heißt das?
Ja, wenn du dein, selbst wenn die den Account löschen, der Account wird ja nicht gelöscht. Da steht ja nur Deleted User und alle Nachrichten sind ja noch da. Genau. Alles noch da, selbst wenn die löschen. Das ist genau, gut, genau. Ja, es kann aber sein, dass Anas seinen Server dann selber nuked. Aber das sind, Bruder, da sind unglaubliche über 7000 Menschen da drin. Selbst wenn es das nuked, die Dateien sind ja alle da. Mhm. Trotzdem. Bruder, ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Das ist unmenschlich, wirklich. Ja, nee, ich hätte selbst nicht gedacht, dass er auf so ein Level schon ist, Bruder, dass Anders auf so ein Level ist. Ne? Also, da sind wirklich, Jani, guck mal, stell dir vor, du bist ein Muslim und suchst deine Frau. Gehst da rein, Bruder, und dir wird einfach so eine Frau gegeben. Ja, aber ist doch normal im Islam, also nicht verboten. Ja, ich rede lieber da jetzt erstmal nicht, Bruder. Egal, lass mal das Thema. Ich glaube, wäre besser so. Aber ich muss echt sagen, dass Urban eine sehr starke Leistung gemacht hat im Auto, Bruder. Der hat im Auto einfach zwei Leute ins Grab geschickt. Ja, ich meine, was sollen die machen? Also, Islam kannst du auch an sich logisch ohne Quellen widerlegen, so weißt du? Alleine, dass die Kreuzigung von Jesus leugnen. Es gibt historische Quellen, außerchristlich, dass es stattgefunden hat. Sondern ja. Allein schon da gar keinen Sinn. Daddy Goon, die sagen ja auch, die Kreuzigung hat stattgefunden, nur war jemand anders am Kreuz. Das ist ja das Schlimmste, was man behaupten kann. Also ist Gott ein Täuscher. Ja, ist weil ja, Allah hätte ist auch ja Jesus, Allah hätte auch Jesus emporheben können. Und guck mal, was Allah gemacht hat. Er hat die Juden befriedigt, die unbedingt jemanden ermorden wollten. Das hat er gemacht. Ja. Er hat Jesus, hätte er doch einfach emporheben können und keinen ans Kreuz gehen lassen. Wie wäre es denn damit gewesen? Er hätte doch alle Möglichkeiten gehabt. Er hat die Möglichkeit genommen, das Christentum, die das Christentum entstehen lassen hat, um dann die Christen zu verfluchen. Also der Allah hat die schlechtmöglichste Variante genommen aus der Sache. Ja, aber gut, mit Joker brauchst du gar nicht zu reden. Der ist ja minder bemitleidet da oben. Genau, der hat ja die schlechtmöglichste Variante genommen. Alleine da, dass sie sagen, also wirklich, alleine die Punkte, dass sie sagen, Jesus war Mottern, das ist ganz dünnes Eis für die Muslime. Also da kannst du... Ja, das widerlegst du in 5 Minuten. Bruder, da fragst du einfach, Jesus hat zu Gott Vater gesagt, darf ein Muslim zu Gott Vater sagen? Nein. Punkt, Jesus war kein Muslim. Lukas irgendwas stand ja auch, dass er zum Himmel geguckt hat beim Beten. Das durfte man, glaube ich, auch nicht. Nicht sagen. Gottes Segen. Das Ding ist, man muss ja auch schon logisch nachdenken, so, ne? Der Koran sagt, und wir haben einfach Leuten gezeigt, dass es so aussieht, als wäre das Isa, als wäre das Jesus. Aber die Frage ist, seine eigene Mutter müsste ja auch bei der Kreuzigung da sein, so, und seine eigene Mutter müsste ja auch selbst geweint haben bei der Kreuzigung. Hat dann Allah jetzt auch Mutter Maria getäuscht? Weil eine Mutter kann auch der beste Lippenschmied, du weißt. Genau, weil eine Mutter kann ja auch Zwillinge erkennen, so, weißt du, unterscheiden. Wie kann das sein, dass Maria ihren eigenen Sohn am Kreuz nicht erkannt hat? Keine Ahnung. Geht nicht. Aber generell dieses Thema, dass Jesus Moslem war, ist mein Lieblingsthema, Bro. Muss ich nicht mal viel Wissen haben. Ich habe generell gefühlt gar kein Wissen so im Vergleich zu den anderen. Aber hey, lass uns debattieren. Was? Lass uns debattieren. Okay. Und zwar, warum wurde deine Bibel immer verfälscht? Musa, jetzt habe ich wegen dir meine Debatte mit Dings gezeigt und du bist gegangen. Du bist der Bruder, ich habe Anruf bekommen, Bruder, sorry. Was ein Jahil, Digga. Log ein Video ist ein Jahil. Leute, macht die 70k voll. Jeder Like tut der Gummi beim Bande weh.
Die sind traurig. Die sind einfach traurig, dass sie jetzt kaum noch Aufmerksamkeit auf TikTok haben, kaum noch Zuschauer. Wie gesagt, gestern war die komplette Gummibärenbande online. Sie hatten knapp an die 130 Zuschauer. Das habe ich mittlerweile alleine. Gott sei Dank auf jeden Fall wegen euch und dass ihr mich schätzt und dann meine Zuschauerzahl sich auch fast verdreifacht hat dieses Jahr. Flexer natürlich, Löwe mit 300-400 Zuschauer, Amir über 1000 Zuschauer, Mensa über 400-500, Dichter, Denker, sie haben keine Aufmerksamkeit, das tut denen natürlich weh. Sogar ich, ein random Christ, oder ein random Christ, habe ich mehr Zuschauer als du. Dankeschön, Brother. Ja. Ja, sie haben, und deswegen müssen sie uns so, sie haben, habt ihr das Bild gesehen, sie haben diese Debatte gefaked, als ob ich eine Debatte mit ihnen hätte. Nur damit an dem Tag Leute ins Stream reinkommen und so erobern und haben die, jetzt wird einem widerlegen. Nur damit sie Zuschauer bekommen, faken die eine Debatte. Ich habe noch nie mit denen gesprochen und jemals eine Debatte angenommen und ich würde auch nie mit denen debattieren, außer auf meinem Kanal. Deswegen war dieses Fake-Profil letztens bei, ja. Bei nochmal, Christus kennt da. Also, sie haben so gefaked, als ob ich eine Debatte mit ihnen angenommen hätte. Wenn es um Debatten geht, faken die. Letztens, ich habe einfach mal Debatte mit Muslim eingegeben, da kam irgendeine Debatte mit Ex-Muslim und ein paar anderen. Ich habe gar nichts verstanden. Das wurde von einem Muslim gemacht. Jedes Mal, als Ex-Muslim geredet hat, das Video wurde auch vorgespult. Auf richtig schnell, man hat nichts gehört, hat einfach irgendwas dahin geschrieben mit, ja, er labert, ja. Irgendwie, keine Ahnung. Selbst deren Kanäle alles bearbeitet, wenn Christen reden. Bruder, Elia, mal eine Frage. Mohammed sagt doch, wenn du vor dem SCX nicht Bismillah sagst, mach Satan mit. Ja. Genau wie. Als er mit Radisha geheiratet hat und er noch keine Offenbarung hatte, wusste er das oder wusste er das nicht? Wusste er. Also hat er mit Radisha und Satan einen Dreier gehabt. Die Mutter der Gläubigen wurde von Satan auseinandergenommen. Au. Autobilder. Oh, Bruder, was hast du da gerade gemacht? Autobilder. Bruder, was hast du da gerade gemacht, Bruder? Bruder, ich bin gerade selber schockiert. Ach du meine Güte. Hast du, Nein, ich weiß nicht, wo das steht. Ich muss gucken. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann das jemand hier reinschreiben. Wo steht dieser Hadith? Da kannst du googeln, kannst du eigentlich schnell finden. Dann lass mich schon. Der kommt rein. Steht das im Koran oder in Hadith? Ich muss gucken, wo das steht, keine Ahnung. Bruder, soll ich dir mal was Lustiges sagen? Es gibt so ein Hadith, ne? Ja. Wo es sagt, es im Jahreszeiten, ne? Winter und Sommer. Ja. Im Winter, wenn die Hölle beschwert sich bei Allah, also das sagt Mohammed, die Hölle beschwert sich bei Allah und sagt, oh Allah, ich habe zwei Seiten, ich habe eine kalte Seite und eine heiße Seite. Die heiße Seite nervt mich. Bitte lass ein bisschen von der heißen Seite auf der Erde. Und da sagt Allah, ja okay, deine heiße Seite gehört im Sommer und deine kalte Seite im Winter. Und viele sagen, der Winter kommt von der Hölle. Und der Sommer kommt von der Hölle, Bruder. Die Wärme des Sommers kommt von der Hölle. Jahannam und Allah sind beste Freunde geworden. Hä? Man denkt, Jahannam und Allah sind beste Freunde geworden. Ja, Bruder. Ja, Katastrophe. Generell, Allah im Koran und in den ganzen Hadithen hat so viel Gemeinsamkeit mit Satan. Also gemeinsame Erinnerungen, zum Beispiel, dass er Satan... Ja, warte mal, Elia, ich hab dich jetzt... Elia, warte mal, jetzt mal die Frage. Guck mal, er schreibt, Oban, wo warst du gestern? Das ist so ein Hündchen von Hamdi. Danke, dass du ihn gestummt hast. Bukhari 6388, wo warst du? Ich habe noch nie eine Debatte angenommen. Ja, das ist der Hadith. Oh, sehr gut, danke. Andreas, du bist reingekommen. Willst du was fragen? Ich muss antworten, der hat ja gerade eine Behauptung, eine alte Behauptung von dem Muslim gestellt. Ja.
nach dem Wort, ja, erzähl mir mal, wo die Bibel verfälscht ist. Sag mir einen Absatz, der falsch ist, der umgeschrieben wurde. Sag mir es. Das hat keiner behauptet hier. Doch, hat der Musa vorhin gesagt. Ich habe Spaß gemacht. Er ist Christ. Okay, also was wolltest du den Advokaten des Satans spielen? Okay. Ich habe Spaß gemacht, Mann. Ich mache Spaß mit meinem Bruder. Ja, okay, Bruder, im Glauben. Ja. Nee, ich habe dich gerne falsch verstanden. Ich dachte, du wärst ein Muslim. Weil ja, die ja gerne den Scheiß erzählen. Jetzt habe ich heute gelesen, man hätte angeblich eine Bibel, die sogar ein neues Testament, das 1500 Jahre alt war, ist. Also 100 im Jahre 500 sogar. Aus dem Jahre 500 sogar stammt. Meinst du das Barnabas beim Evangelium? Nein, das ist im 15. Jahrhundert. Das ist später. Die jetzige, wo ich jetzt gehe, ist 1500. Also im Jahre 500. Die Barnabas ist im 15. Jahrhundert geschrieben worden. 15, 16 Jahrhundert. Mhm. Ist ja aus zwei Schriften, also zwei Sprachen geschrieben, die es damals noch gar nicht gab. So hab ich es gehört, aus Italienisch und Spanisch. Und die gab es ja zur Zeit Jesus Christus nicht, die beiden Sprachen. Die Barnabas ist eine Fälschung. Ja. Das weiß er mittlerweile. Ich meine, also, Barnabas-Evangelium, wenn Muslime mit dem Barnabas-Evangelium kommen, da steht auch drin, dass Mohammed der Messias ist. Wenn sie das annehmen, müssen sie auch das annehmen. Wie gesagt, und dann noch in zwei Sprachen, die zu Jesus Zeiten gar nicht gab. Die sich erst während der Völkerwanderung langsam existierten. Gut, Andreas, hast du noch eine Frage an uns? Hast du noch eine Frage an uns? Wenn irgendwas wissenschaftlich kommt, archäologisch, würde ich den Herrschaften das gerne dann um die Ohren haben. Ja, wenn jemand so mit so einer Frage kommt, dann hole ich dich sofort durch. Kannst du gerne Grund und Boden. Gottes Segen, danke, dass du was hast. Der Herr sei mit dir. Mach's gut. Ja, der Herr segne dich. Ja. Urban, Bruder, du wolltest ja dich einmal. Ja, Bruder, du hast jetzt erzählt, dass der Winter aus der Hölle kommt. Ja, aber guck mal, erstmal schlägst du den Hadith Sunan Abi Daud 5224. Den habe ich. Den habe ich sogar schon offen gehabt. Bruder, guck mal, das Hadith, das von Al-Albani, Bruder. Achso, der Sunan Abi Dawud 5224 ist der, wo Mohammed seinen Bauch geküsst wurde. Nein. Das ist was anderes. Also aber das nehmen nicht alle Muslime an, ne? Das nehmen nur gewisse Muslime an. Aber das ist sahih, Bruder. Ja, Bruder, aber das ist von Al-Albani, Bruder. Dann nehmen das nur, die Rechtsschule. Moment mal, Bruder. Guck mal. Die Rechtsschule, die müssen eigentlich alle annehmen, so. Ja, aber nicht, nein, Bruder, nicht alle Muslime nehmen das an. Bruder, guck mal, Leute, das interessiert niemanden, ob die es annehmen, juckt. Die nehmen eh alle nichts an. Mach das mal nicht zum Thema. Bruder, also 5224 meinst du? Genau, so ein Abi Daud 5224. Ja, worum geht's da? Mohammed hat sich da als schwul geoutet. TikTok-Sport. Ja, aber er hat sich von einem Mann am Bauch küssen lassen. Ist es das? Nein, Bruder. Soll ich das lesen? Warte, ich lese hier. Der Mann Ansar und sagt, dass der Prophet ihn mit einem Stock in den Rücken gestochen habe, während er scherzte und mit den Menschen redeten sie ihm zum Lachen. Er sagte, lassen Sie mich Vergeltung üben. Er sagte, nehmen Sie Vergeltung. Er so trägt sein Hemd, aber ich nicht. Dann hob der Prophet sein Hemd und der Mann umarmte ihn und begann seine Seite zu küssen. Dann sagt er, das ist es, was ich wollte, Gesandter Allahs. Das sag ich doch, wo er sich den Bauch küssen lassen hat. Die sagt nein. Oder das Ding ist, beide hatten keine T-Shirts an, Bruder. Da steht doch von Seite geküsst und nicht vom Bauch. Ja, von Seite, ja, da steht auch von Seite so. Das ist nicht Bauch, Bruder. Na, Bruder, das ist eine falsche Übersetzung, weil im Arabischen steht, dass er ihn von der Seite geküsst hat. Ja, okay, gut. Khalas. Er hatte einen Liebhaber, okay. Und warte, ich such dir diesen Hadith aus mit dem Höllenfeuer.
Die Hitze vom Fieber kommt aus Jannam, Sayyid al-Bukhari 5, Sie versteht? Was habt ihr alle für Hadithe? So, Bruder, mach mal, sei Muslim. Warte kurz, Bukhari 5, 7, 2, 3, Fieber aus der Hölle. Das ist auch gut. So, jetzt? Sei Muslim, 617a. Also, den habe ich, ob ich den schon mal gegoogelt habe. 617a. Nee, tatsächlich habe ich den noch nie offen gehabt. Achso, das ist der. So. So, Übersetzer. Eventer. Oh mein Gott. Und was sie mit dir gemacht haben, mit dieser Unicorn, ne, in der Bibel, lass mal das jetzt machen. Weil Unicorn heißt Einhorn und nicht Unicorn heißt nicht Einhorn, sondern Nashorn. Aber oder, und genau das wollte ich denen sagen. Ich wollte, aber die haben mich nicht aussprechen gelassen. Ja, ist normal, Bruder. Du hast ja gesehen, dass die wollen sprechen lassen, ne? Und dann die wollen nur Menschen erniedrigen. Die wollen nur Menschen erniedrigen. Und ich wollte denen halt sagen, so, es gibt ja Spezien von Nashörnern, die früher gelebt haben. Ja, okay, diese Spezien sind heute ausgestorben, aber es gab wirklich halt Gruppen von Einhörnern, Nashörnern, die hatten nur einen Horn auf der Nase. Nur einen. So. Und die galten früher als Einhörner. Und früher im Altägyptischen nannte man diese nicht Nashörner, weil dieser Wort gab es nicht, Nashorn, sondern man nannte sie Einhörner. Ja, Bruder, ich habe die Erklärung dazu. Ich habe die Erklärung. Deswegen habe ich im Chat geschrieben, übersetzt das Hebräische, du Lügner. Guck mal. Das ursprüngliche hebräische Wort war im Grunde Tier mit einem Horn. Eine mögliche Interpretation ist Nashorn. Aber dass sich das hebräische Torpaim nur auf mehr als ein Horn bezieht, ist es wahrscheinlich, dass der Übersetzer der Septuaginta kreative Freiheit nutzte, um für ihre Version auf ein wildes und mächtiges, aber erkennbares Tier zu schließen. Das ist die Erklärung. Ganz einfach. Aber diese Menschen, die nicht mal Al-Burak kennen, er weiß ja nicht mehr, was Al-Burak ist, Bruder, angeblich. Er redet über Einhörner in der Bibel und versucht, unsere Brüder schlecht dazustehen. Aber Gott ist gerecht, Bruder, und Gott hat mir die Gelegenheit gegeben, ihn vor hunderten Zuschauern zu exposen. Deswegen, Leute, geht auf Urban der Zweite, geht auf dieses Video. Dankeschön, Bruder, Dankeschön, ich küsse dein Herz. Wo Tauhid seine, er war, sie haben über Bruder Elia ein Video gemacht, ne, Bruder, sie haben sofort ein Video von dir geschnitten. Das hat keine 5 Minuten gedauert. Die haben es rausgenommen, glaube ich, aber ich finde das Video nicht mehr. Ja. Nachdem, weil die sich blamieren mit diesem Video, Bruder. Weil hier das hebräische Wort bedeutet Tier mit Horn. Unicorn ist einfach nur eine schlechte oder eine nicht so gute Übersetzung. Aber hier jemand, der nicht mehr weiß, was Al-Burak ist und lügt. Sure 68, Vers 1. Glückselige Hoffnung. Die Geschichte mit diesem Video kann ich euch gerne erzählen. Ich bin hier in meinem eigenen Live, ich streame. Und hier gibt es einen Christen, der ist 15 Jahre alt. Und sein Kumpel kommt bei mir im Live und sagt, Tauhid droht von uns Videos zu schneiden, komm mal bitte bei mir im Live. Ich gehe rein, er hat wieder dieses Unicorn-Thema, Einhörner in der Bibel, was natürlich nicht stimmt, weil ich gerade widerlegt habe. Ne? Ich sage, Tauhid, wenn du ein Einhörner der Bibel kritisierst, ich sage ja nicht mal, dass es nicht gibt, was ist mit Al-Burak? Und er denkt, oh Scheiße, weil jetzt blamiere ich mich, weil ich über Fabelwesen, aber sie ist voll mit Fabelwesen. Er tut so, als ob er Al-Burak nicht kennt, damit er sich nicht blamiert. Das ist die komplette, und er schwört auf Allah. Das heißt, er schwört auf Allah und lügt.
nur damit er sich nicht blamiert. Sein eigener Stolz ist ihm mehr wert als Allah. Sein eigener Stolz. Und ich, Gott sei Dank, hat das jemand aufgenommen und ich habe ihn blamiert. Vor hunderten Zuschauern habe ich ihn debattiert und dann ist Islamverstanden hochgekommen und er hat sich doppelt blamiert. Ich habe beide zusammen debattiert, ihn und Islamverstanden. Bruder. Und der hat sogar auf Allah geschworen, Bruder, der hat ja auf seinen eigenen Gott geschworen. Ja. Und im Islam heißt es, wer auf Allah schwört und lügt, ist er sofort aus dem Islam rausgeschmissen. Und Bruder, wenn ihr das komplette Video seht, leider haben die das nicht mit reingeschnitten, im kompletten Video sage ich doch, warte mal, Burak sieht aus wie ein Esel und da sagt er, nein, sieht er nicht. Ich so, was hast du gerade gesagt? Also weißt du jetzt doch, wie er aussieht. ich habe ihn in eine Falle gelockt und er ist reingetappt, wie ein kleiner Schuljunge. Den muss ich an so Ohren langziehen. Das Ding ja, auf jeden Fall, das ist die komplette Geschichte. Er kannte Al-Burak natürlich, aber wenn er gesagt hat, ich kenne Al-Burak, hätte er sich in dem Live total blamiert, indem er 15-jährige Christen droht, Videos zu schneiden. Und was ist da rausgekommen? Gott ist gerecht. Ein Video über ihn ist rausgekommen. Das Ding ist, Bruder, ein Kollege, früherer Kollege von mir, er war ja, er ist Muslim. Und wir waren früher gut miteinander, so, wir waren auch so beste Freunde, so mäßig, ne? Und er hat mir so auf WhatsApp geschrieben, er, du wurdest von Tawhid blamiert und so. Ich so, ich wurde gar nicht blamiert, der Junge hat mich nicht mal aussprechen gelassen. Ja, zeig ihm mal das Video von mir, dass er nicht mal Al-Burak kennt und über die Bibel redet. Leute, geht mal bitte alle auf meinen Account, wir sind 144 Leute. Geht jetzt bitte auf meinen Account. Und lass das Al-Burak-Video viral gehen. Es soll jeder sehen. Guck mal, ich habe nur 58 Likes. Wäre das bei den Muslimen andersrum, wären hunderte Likes. Guck mal, das Problem ist halt so, ich verstehe nicht, warum die so krampfhaft dem Islam verteidigen. Komm doch einfach zum Christentum, wenn deine Religion wirklich nicht zu verteidigen ist. Komm doch einfach auf die Siegerseite, auf die richtige Seite. Bruder, das können die nicht, das können die nicht. Weißt du warum? Soll ich dir mal was sagen? Bruder, guck mal, du hast im Islam zwei Optionen, wenn du den Koran und die Hadithe wirklich komplett gelernt hast. Zwei Optionen. Entweder du wärst TikTok sportlich zum IS-Kämpfer oder du wärst diese Religion verlassen. Verstehst du, was ich meine? Entweder folgst du deine Gelüsten oder du verlässt diese Religion. Ja, also. So Leute, 58 Likes, 232 Kommentare. Geht bitte auf meinen Account. Egal, das Video, wo steht, die Ziege sei Fritte, Muslim beim Lügen erlaubt, Tawhid beim Lügen erlaubt. Geht auf meinen Account. Kommentiert, liked und teilt das Video. Wir sind 144 Leute. Ich müsste jetzt theoretisch 144 Likes. Lass das viral gehen, dass das jeder sieht, dass diese Leute, die 24 Stunden über unsere Bibel reden, nicht mal Al-Burak kennen. Das ist der Grund, warum die fünfmal am Tag beten und das einzige Mal, wo Mohammed mit Allah gesprochen hat, persönlich. Lass das viral gehen. Obam, Bruder, die Schwester Donna sagt, pass auf mit der Kamera, weil man kann sich ein bisschen so sehen. Ach so, ich passe auf. Ja, danke schön. Ich zeig nochmal das Video. Ich zeig nochmal das Video. Macht jetzt alles einen Screenshot. Ja, ich wollte fragen, wie kommt, dass du gesagt hast, dass der Islam nichts mit dem Islam zu tun hat? Darf ich dir eine Frage stellen, mein Bruder? Nein, ja. In Adam. Ist Kinderehe islamisch? Was? Hat die Kinderehe was mit dem Islam zu tun? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Sure 65, Vers 4 steht die Kinderehe im Koran. Also hat der Islam nichts mit dem Islam zu tun. Danke, dass du das bestätigt hast. Warte mal kurz. Kannst du Deutsch lesen? Ja. Merke ich nicht. Bruder, was heißt Frau für dich? Was heißt Frau für dich? Okay. Guck mal, bevor wir über sowas debattieren, reden, lass uns mal deine Gelehrten sprechen lassen. Ne? Lass mal Tafsir lesen. Du kennst meine Gelehrten nicht. Lass Tafsir Ibn Abbas. Akzeptierst du den Cousin von Mohammed? Nein, akzeptiere ich nicht.
Du hast es, nein, Mohammed hat die Hand auf den Kopf von Ibn Abbas gelegt und hat für ihn gebetet, dass er besser sein soll, der den Koran versteht. Wie bitte? Welchen Tafsir? Abbas, Ibn Abbas. Ibn Abbas akzeptiert. Warum soll ich Ibn Abbas akzeptieren, Bruder? Er ist der Cousin von Mohammed. Mohammed hat für ihn gebetet, dass er der Beste sein soll, der den Koran versteht. Das sagt niemand. Guck mal. Welchen Tafsir soll ich nehmen? Tafsir. Es gibt zum Beispiel. Wie bitte? Welchen Tafsir? Es gibt Tafsir, zum Beispiel Huba Ali. Kennst du Huba Ali? Das ist eine Seite. Da kriegst du die Tafsir von der Ahlul Bayt, a.s. Du bist Schiite. Ah, Schiite, Mann. Ja, okay, du bist Schiite. Mit Schiiten debattieren wir nicht, ja? Danke, dass du oben warst. Warum? Danke, dass du oben warst. Dankeschön. Aber ich will jetzt nicht über Schiiten reden. Wenn du wissen willst, warum, geh in meine Bio, da steht es drin, warum ich mit Schiiten debattiere. Ja, die Suche ist eindeutig, aber ja, am Ende ist nichts mehr eindeutig. Was meinst du mit deinem Herz für Schia? Dass ich nicht mit Schiiten debattiere. Jägermeister, Dankeschön. Die Schiiten sind näher an Jesus als die anderen Muslime, weil sie haben aus Jesus Ali gemacht. Es gibt viele, viele Sprüche von Jesus, die heute die auf Ali umgeschrieben wurden. Aber egal, lass mal das nicht zum Thema. Leute, mein Video hat immer noch 58 Likes. Draufgehen, lass das Video viral gehen. Liken, kommentieren, teilen. Einfach nur, um ihnen ein bisschen weh zu tun. Ihr Kufa habt jetzt schon Allah verwirrt. Weil sie schneiden Videos von unseren Brüdern, indem sie ihn mit Absicht nicht reden, stummen und schlecht darstellen wollen. Ja. Wie gesagt, man muss auch Mensch bleiben. Wir sind menschlich. Warum mache ich das nicht? Hier kommen auch viele Muslime rein, die nicht mal wissen, wie viel Suren der Koran hat. Soll ich auch jetzt jeden Muslim nehmen und ein Video von ihm schneiden und öffentlich erniedrigen, damit es mir besser geht? Das macht man nicht, weil wir sind Menschen. Wir bleiben Menschen. Wir haben Liebe in uns. Uns geht es nicht darum, hier Menschen zu erniedrigen. Sonst könnte ich ja hunderte Videos jeden Tag schneiden. Aber sie warten nur drauf, damit jemand kommt, damit sie ein Video schneiden. Das sagt schon alles über die aus, bin ich ehrlich. Ja. Ali sagt im Injil, bin ich Elia, aber Jibril kann nicht sagen, ich bin Ruach al-Quds. Ja, guck mal, das ist schon ein gutes Argument. Bruder, es gibt kein Koranvers, wo steht, dass Jibril der Heilige Geist ist. Bruder, nach Mohammeds Tod kamen irgendwie Menschen zusammen an einem Tisch und haben dann einfach gesagt, ja, guck mal, Ruach al-Quds ist Jibril einfach. Okay. Ja. Ja. Mohammed selbst hat es nie gesagt, dass der Heilige Geist Jibril ist. Steht auch nicht im Koran. Bei 90.000 Likes. Urban zeigt es über 90 an. Warte mal, ich muss mal gucken, wie das Video ist. Ich muss mal jetzt wieder auf meinen Kanal. Wieso folge ich mir nicht mal selbst? Leute, ich folge mich nicht mal selbst mit meinem Fake-Account. Ich kann mich selbst nicht leiden. Ich melde jetzt meinen eigenen Stream wegen Hassrede. Boah, ich melde mich jetzt einfach so. Wie viele Leute das machen so von den Muslimen? Was 95, du, Leute, 95 Likes habe ich jetzt. 95 Likes. Heftig. Krass, Leute. Dankeschön.
Roman, was denkst du? Da steht in Sunan Abi Dawud 5224. Mohammed war, da steht in Sunan Abi Dawud 5224. Ja, Bruder Heik, frag. Was denkst du, wie oft wurde der Stream schon gemeldet? Bruder, weiß ich nicht. Einer schreibt erstmal zusammenschneiden. Tauhid hat den vollständige Debatte hat Tauhid selber. Er hat gedroht, sie öffentlich zu machen, weil er gesagt hat, das Video ist geschnitten. Das Video ist natürlich nicht geschnitten. Aber er hat es ja bis heute nicht hochgeladen, weil es gibt da nichts hochzuladen, weil es, wenn er es hochlädt, dann musst du auch den Teil mit hochladen, wo er weiß, wo der Dings auf einmal, wie er aussieht. Weil das gibt er ja zu, wie Al-Burak aussieht. Auf einmal kennt er das doch. Also wenn er es selber hochlädt, dann blamiert er sich noch mehr. Und von daher ist die Sache eh gegessen. Und wie gesagt, er hat sich blamiert. Er wollte mit diesem Thema andere Menschen blamieren und hat sich am Ende selbst blamiert. So. Das ist Gott. Gott ist gerecht. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Das steht ja bei uns schon geschrieben. Deswegen musst du ja ganz vorsichtig sein, was du sagst. Weil Gott wird dich züchtigen. Und das... Genau. Samra und Tauhid sind eh schon eigentlich begraben worden. Brauchen gar nichts mehr sagen. Ja, das Problem ist, es gibt Menschen, die nehmen ihren Hintern, ihr Gesäß und binden sich das vorne dran und laufen durchs Leben. Die haben kein Gesicht, denen ist alles egal. Das Samra lacht, bei Samra ist es Verzweiflung, das ist nicht Lachen, das ist Verzweiflung. Ja, das sehe ich auch immer, wenn er gegen Mensa redet, so er debattiert. Der lacht immer komplett unnötig. Und Bruder, seine Argumente sind 30 Jahre dieselben. Deswegen der Bruder Denker, der ihn ja vernichtet hat, der wusste schon genau, was er sagt und hat sogar noch vorgegriffen und die Argumente gebracht. 100k, Leute, ich muss einen Screenshot machen. 100k. Da, 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 da. Mich persönlich macht es mehr Sinn, mit Atheisten zu reden, weil aus meiner Erfahrung sind die eher dazu, sage ich, die sind eher bereit, ihren Glauben zu wechseln. Aber Muslimen, die sind so hartnäckig. Ja, die Wahrheit, ihr Herz ist verstockt, Bruder, ihr Herz ist verstockt. Ich habe vorhin mit Liebe zum Hadith meine Debatte hier gezeigt, die Wahrheit, ich hoffe, du hast es gesehen. Ja, ja, also kann, nicht ja. Alles, aber so zur Hälfte. Ja. Ich kann ja, das, wenn der Bruder Elia das dann für mich schneiden würde, wenn nicht, dann muss ich also irgendwann machen. Aber wie nein, gesagt, ich habe Kinder, ich habe meine Familie, die Streams mache ich. Oder dann, wenn ich meine Frau zum Beispiel jetzt gleich abholen muss, dann habe ich Zeit mit meinen Kindern, dann ist es ein bisschen schwierig manchmal das alles. Ich schreibe auch die ganzen PDFs immer für die Telegram-Gruppe. Die sind alle selbst geschrieben von mir, selbst zusammengestellt. Dafür braucht halt Zeit. Das ist krass. Ja, Bruder. Also ihr kennt ja in der Gruppe zum Beispiel das 10 Gründe, um den Islam zu verlassen. Habe ich alles selbst aus dem Internet zusammengesucht. Die Texte habe ich auch kopiert woanders, zusammengesucht, verfasst. Weißt du, meine Streams, Bruder, sind nur für die Christen, damit sie nicht in diese Menschenfängerhände geraten, damit sie nicht diesen Scheinargumenten gehen, dass sie Gegenargumente haben. Nur für sie. Weil Muslime zum Christentum bringen, das kann niemand, Bruder. Das kann nur Gott selber. Er wählt sich die Menschen aus, die er zu sich holt, seine Schafe, wie dem Bruder Elia zum Beispiel. Er ist ja gesegnet worden. Gott hat ihn zu sich gerufen. Er hat es erkannt. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Seine Augen sind geöffnet, er sieht die Wahrheit, er sieht diese ganzen Schrecken mit Babys, Menschen, er sieht diesen ganzen Satanismus. Einfach Augen zu machen und sagen, Augen zu machen, wir haben jetzt eine Welt, wo alle Mohammed folgen oder wir haben eine Welt, wo alle Jesus folgen. Folgen alle Jesus, brauchen wir kein Paradies mehr, dann haben wir das Paradies auf der Erde. Folgen wir alle Mohammed, gibt es Mord, Totschlag, Kinderehe? Das sind Sachen, die wollen wir nicht. Warte, ihr sagt gerade, dass Islam Sachen kaputt macht? Ja. Nein. Tschetschenerin, Smatri, пожалуйста, guck mal. Hast du einen Koran zu Hause? Ja, ich kann sogar Koran lesen.
Sehr gut. Kannst du bitte für uns die Sure 65, Vers 4 öffnen? Und wir lesen den Tafsir zusammen. Das ist von, die sind von meinem Vater und nicht von mir. Ich kann die jetzt nicht ohne Grund anfassen. Oder du darfst als Frau den Koran nicht anfassen. Du darfst als Frau den Koran nicht anfassen. Ist das nicht frauenwidrig? Ich darf es anfassen, aber wenn man nicht halt Klo gegangen ist oder so. Was für Klo, dann, hä? Dann sich halt nicht gewaschen hat, dann darf man das halt nicht anfassen. Weil dann, bist du, dann bist du halt unhygienisch. Also du musst erstmal, ja. Also der Koran ekelt sich an, wenn du ihn anfasst. Nein, ich fass mich nicht an, du bist immer, Mädchen. Warte mal, Bruder. Warte mal. Okay, kein Problem. Guck mal, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Shaitan möge uns alle bewahren. Hier ist der Koran. Ich habe Gebet gemacht. Ich lese aus dem Koran und du sagst mir, ob der Islam Sachen kaputt macht oder nicht, ja? Bist du Islam oder bist du Christ? Ich bin Christ. Alhamdulillah. Also du bist zwischen... Bist du jetzt nur Christ oder noch Moslem? Du sagst gerade muslimische Wörter und christliche Wörter, egal. Guck mal hier. Sure 4, Vers 34. Die Männer sind den Weibern überlegen. Finde ich gar nicht. Ich finde, Frauen sind teilweise den Männern weit überlegen, meine persönliche Meinung. Dessen, was Allah den einen vor dem anderen gegeben hat und weil sie von ihrem Geld für die Weiber auslegen, die rechtschaffende Frauen sind, gehorsam und sorgsam in der Abwesenheit ihrer Gatten, wie Allah für sie sorgte. Diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnet sie, verbannt sie in die Schlafgemächer, falsche Übersetzung, hier steht eigentlich geißelt sie oder fesselt sie, im Arabisch, kannst du ja selber lesen, und schlagt sie. Also der Koran sagt, ich darf meine Frau schlagen. Ich darf meine Frau kaputt schlagen. Findest du das gerecht? Darf ein Mann eine Frau schlagen? Ja, okay, eigentlich nicht. Aber wenn sie jetzt keinen Respekt hat und einfach weiterredet, dann darf es schon. Es gibt keinen Grund. Wenn meine Frau vor mir keinen Respekt hat, dann ist das meine Schuld. Dann ist das meine Schuld. Ich muss so ein guter Ehemann sein, dass meine Frau. Und wenn eine Frau keinen Respekt hat, dann werde ich sie mit schlagen. Erst recht nicht dazu bringen, dass sie Respekt hat, sondern sie wird mich noch mehr hassen. Das muss doch Allah wissen. Das meine ich ja auch nicht. Ich meine, wenn der Mann nichts gemacht hat und die Frau einfach sehr respektlos ist oder so und dann halt wirklich sehr respektlos redet, dann ja, natürlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mann wäre und die respektlos zu mir wäre, würde ich sie auch schlagen. Tschetschenerin. Wenn ich könnte. Wenn eine Frau respektlos ist und ich sie schlage, wird sie dann noch respektloser oder wird sie mich dann noch mehr lieben? Sie wird dann Soll meine Frau mich lieben oder Angst vor mir haben? Ja, lieben. Ja, lieben, danke. Meine Frau soll mich aus Liebe respektieren und nicht aus Angst. Aus Angst entsteht kein Respekt. Aus Angst entsteht Hass. Und sie wird aus Angst mich respektieren? Nein, der Koran hat hier einen Fehler gemacht. Der Koran weiß es nicht. Der Koran weiß nicht, wie man Frauen behandelt. Er kennt eine Frau ist eine Blume. Ich muss sie gut behandeln. Ich muss nett zu ihr sein, aufrichtig sein. Und wenn sie mal einen schlechten Tag hat, und hier steht nur, und hier steht ja nicht, dass sie Respekt sein, hier steht, wenn du ihre Widerspenstigkeit fürchtest. Das heißt, Tschetschenerin, wenn ich befürchte, du könntest widerspenstig sein, darf ich dich schlagen. Wenn ich könnte. Wenn ich befürchte, das ist nicht von Gott. Wieso war vorhin damit auf deinem Bild, Islam ist nicht, nein, Islam... Der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Okay. Hat Kinderehe was mit dem Islam zu tun? Hey, ja, wenn man schon 12 ist, dann... Oh, bitte, was redest du da? Wenn ich ein Mädchen verheirate, das noch an der Brust der Mutter gestillt wird, hat das was mit dem Islam zu tun? Nein.
Okay, was ist, wenn ich dir jetzt aus dem Koran zeige, dass das erlaubt ist? Würdest du dann sagen, das hat was mit dem Islam zu tun? Nein. Tschetschenerin. Siehst du? Warte mal, Bruder. Siehst du, jetzt hast du das bestätigt, was bei mir steht. Der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Dann hat sich die Frage, jetzt kann ja der Bruder Elia mit dir reden. Warte kurz, ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Eine persönliche Frage, guck mal. Stell dir mal vor, du bist jetzt erwachsen. Du hast jetzt geheiratet, du hast jetzt Kinder, ne? Und dein Kind ist jetzt gerade mal 5, 6 Jahre alt geworden. Dein Mädchen ist gerade mal 5, 6 Jahre alt geworden, okay? So, du lebst in einem arabischen Land oder muslimisches Land, sagen wir mal, besser so. Dann kommt ein 60-Jähriger und sagt zu dir, laut Islam darf ich jetzt deiner Tochter heiraten. Ich habe mich in deine Tochter verliebt, eine 6-Jährige. Würdest du sagen, ja, okay, ich gebe dir meine Tochter? Kannst du darauf antworten? Nein. Würdest du nicht, ne? Aber der Mohammed hat das gemacht. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja, sag. Hallo? Sag ruhig. Ja, Tschetschenerin, guck mal. Du sagst selber, nein, würdest du nicht. Also ich empfehle dir wirklich, diese Religion zu verlassen. Guck mal, Gott hat dir eine eigene Moral gegeben, um zu entscheiden, was gut und was richtig ist. Und dazu noch die Bibel und so, aber alleine, dass du jetzt sagst, nein, würde ich nicht. Und du widersprichst dem Islam. Guck mal, das ist doch, wenn dein Instinkt schon sagt, nein, würde ich nicht. So. Und das war ja nur der Anfang. Es gibt noch so viel anderes im Islam. So, warum willst du weiter daran glauben? Warte mal, Bruder, lass mal das Evangelium kurz verkünden, bevor ich sie runternehme. Tschetschenerin, weißt du, was Jesus Christus gesagt hat, wie wir mit unseren Frauen umgehen sollen? Wir sollen unsere Frauen so lieben, wie der Herr Jesus Christus uns geliebt hat, der sein Leben für uns gegeben hat. So sollen wir unsere Frauen lieben. Wir haben kein Recht, sie anzuschreien, schlecht behandeln oder zu schlagen. Egal, was meine Frau sagt. Egal. Weil Jesus ist für die Kranken, für die Gesunden, für die Schlechten und für die Guten gestorben. Er hat nicht gesagt, der so. Er ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen. Für alle Menschen. Und nicht, meine Frau ist gut, ich bin gut zu ihr. Meine Frau ist schlecht, ich schlage sie. Nein, ich akzeptiere sie. Und wenn meine Frau widerspenstig ist, dann suchst du den Fehler bei mir. Ich suche den Fehler bei mir. Habe ich einen Fehler gemacht? Warum ist meine Frau wütend? Warum gehorcht sie nicht? Warum ist sie respektlos? Dann suche ich den Fehler bei mir. Der Koran weiß es nicht, weil der Koran von Männern geschrieben wurde. Und der Koran erlaubt die Heirat mit Babys. Was sagt Jesus Christus? Die Anstoß an ein Kind finden, den soll ein Mühlenstein um den Hals gelegt werden und er soll ins Wasser geworfen werden. 600 Jahre vor Mohammed hat Jesus verboten, einen Anstoß an Kinder zu finden, sogar die Kinder anzufassen, egal wie. Du darfst es nicht. 600 Jahre später kommt ein Buch und erlaubt Kinder zu heiraten. Und wenn ich Muslime sage, der Kinderheirat ist islamisch, weil es im Koran steht, die sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Deswegen, der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja, wenn ich morgen vor Gott stehe, Tschetschenerin, und er sagt, warum hast du Mohammed abgelehnt? Da sage ich, weil ich das mit dem Kinder anfassen, Gott, das will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Gott erlaubt, Kinder anzufassen. Ich habe 1000 Gründe, das abzulehnen. Aber Jesus ist sündenlos, sündenfrei. Du hast nicht einen einzigen Grund vor Gott als Ausrede, weil du Jesus abgelehnt hast. Gibt es nicht. Ja, ich nehme dich jetzt runter, weil du bist eine Frau. Ich muss dich runternehmen. Du bist jung und du bist eine Frau. Islam lassen. Ich will noch eine Frage stellen. Okay, man kann schlagen, aber viele tun das ja nicht. Doch. Ja, aber allein der Fakt, dass du das darfst, das ist doch, das geht doch nicht. Wenn ich meine Frau schlage und der Koran es mir erlaubt, dann ist es islamisch gesehen völlig in Ordnung. Wo ist das Problem? Ich brauche mich ja nicht mehr zu schämen. Ich sage hier, Schatz, Allah hat es mir erlaubt, hier ist der Koran. Ich werde dich jetzt schlagen. Ja, okay, aber... Es gibt keine Strafe. Verstehst du? Es gibt von Gott keine Strafe. Wenn ich morgen meine Frau verprügele und vor Allah stehe, dann sage ich, Allah, du hast es mir doch erlaubt. Warum ist das eine Sünde? Du hast eine bessere Moral als Allah. Okay, ich nehme dich runter. Ne? Du bist zu jung. Ich will nicht gesperrt werden. Aber danke, dass du oben warst. Du hast das Evangelium gehört. Lies die Bibel.
Wie kann man das gut finden, dass man Frauen... Man darf keine Frauen schlagen. Leute, ich bin seit 2013 verheiratet. Ich habe meine Frau noch nicht geschlagen. Ich könnte es auch nicht. Bruder, was ist los? Bruder, ich glaube, deine Frau wird dich schlagen, Bruder. Ich schlafe auf der Couch, Bruder. Oder Urban. Ich heb die Hand. Ich muss dann hier im Chat fragen, Leute, kann mich jemand aufnehmen? Ich habe kein Zuhause. Ah, 120.000 Likes, das Bruder, ist völlig wahnsinnig. Ich würde mich eher vor meiner eigenen Frau erniedrigen lassen, als ich sie zu schlagen, Bruder. Oder Urban. Hm. Das versteht, dass der Mann... was stand da nochmal genau, dass der Mann, stand da, dass der mehr, wenn du ihre, oder dass wie, der mehr wenn, fähig ist? Irgendwie sowas. Nein, der Mann ist, Leben? Der Mann ist der Frau überlegen und islamisch genau. Gesehen hat eine Frau nur das halbe Gehirn eines Mannes. Was? Guck mal, Leute, es gibt so viele erfolgreiche, geh mal in ein Krankenhaus. Chirurginnen, Ärztinnen, Anwältinnen, Ingenieurinnen, Physikerinnen, Marie Curie, das war eine der intelligentesten Frauen des 20. Jahrhunderts. So viele Frauen, die so viel für die Welt gemacht haben. Da kommt ein Buch und sagt, eine Frau hat das halbe Gehirn eines Mannes. Guck dir mal die ganzen Junkies und die Trinker vor Aldi an. Das sind alles Männer. Und was sagt die Bibel? Und was sagt die Bibel über Frauen? Die haben die gleiche Stellungsweise wie ein Mann. Ja, Punkt. Guck mal, das, so. Das Ding Amen. Ist halt auch Amen. Nicht nur das mit diesem, nur die Hälfte vom Gehirn an sich, dass der Mann überlegen ist, ist ja schon wissenschaftlich falsch, weil wurden ja für verschiedene Sachen gebaut, sage ich jetzt mal. Du weißt, was ich meine? Ja, ja. Das, an sich, Koran hat und schon wissenschaftlich viele dass die Frauen nicht in die Schule gehen dürfen, das ist eine direkte Überlieferung von Mohammed. Er hat gesagt, bringt den Frauen nicht das Schreiben und Lesen bei, bringt ihnen das Nähen bei. Also, dass sie sagen, die Taliban erlaubt den Frauen die Schule nicht, das ist nicht islamisch. Doch, das ist ein Befehl von Mohammed. Oder die sagen, das sind Extremisten, aber die machen wirklich genau das, was der Koran sagt. Mohammed hat es verboten. Mohammed hat es verboten. In meinem Buch sogar über die Scharia steht sogar drin, aus diesem Grund hat die Taliban den Frauen die Schule verboten. Oder, Urban, weißt du, was das Krasse ist? Ich weiß nicht, ich zeig den Hadith, Leute, ich zeig den Hadith, damit die nicht sagen, ich rede wieder ohne Quellen hier. Ich muss jetzt kurz mein Buch aufschlagen, da muss ich auch langsam los. Ich werde noch im Fahren bis ins Stream, weil für mich fängt die Arbeit gleich an. So. Du kannst reden, Bruder, rede. Ach so, ja, ich weiß nicht genau, welches Team das war, aber das war definitiv Tauhid, der das gesagt hat. Der wollte das nicht komplett aussprechen, aber man hat ihn gefragt, so was er vertritt im Islam. Also ob er so der IS, du weißt schon, ob er das vertreten würde. Und er ist es immer ausgewichen, weil... Warte mal kurz, was war das genau? Irgendwas mit den... Bruder, guck mal, Heik, das sind unwichtige Sachen, erwähnt man die lieber das nicht, das interessiert mich. Guck mal, Leute, hier, Tafsir al-Qurtubi, macht euch ein Screenshot. Hier steht, Aisha sprach, geht Frauen keine Zimmer für sie allein und bringt ihnen nicht das Schreiben bei, sondern belehrt sie aus dem Kapitel Al-Nur und bringt ihnen bei, wie man spinnt und näht. Aisha überbrachte dies von Mohammed. Aufgrund dieser Worte hat die Taliban in Afghanistan den Mädchen im Land verboten, die Schule zu besuchen. Das ist islamisch. Das ist pur Islam. Eieiei. Was soll ich dazu sagen, Bruder? Ich bin sprachlos. Weil Koran ist einfach nur auf Frauen hat halt. Ich habe einfach das Gefühl, dass Mohammed irgendwie halt so sich krass gefühlt hat und sich einfach. Er war, glaube ich, echter Sexist einfach. Ja. Ja, und da gibt es heute deutsche, blonde, hübsche Frauen, haben die, ich bin zum Islam konvertiert. Sag mal, was hast du da angenommen?
Und dann sagst du, guck mal, Sure 4, Vers 37, darf man Frauen schlagen? Dann sagen sie, ja, das ist für Frauen, die sich dem Mann widersetzen, ist kein Problem. Ich glaube, bei der Shahada nimmst du irgendeinen Geist in dich auf. Keine Ahnung, was das für ein Geist ist. Ja, einen bösen Geist, Bruder, der böse Geist. Das hat mit dem Propheten zu tun. Guck mal, was der schreibt. Das hat nichts mit dem Propheten zu tun. Ich zitiere den Tafsir, der direkt auf deinen Propheten zurückgeht, mit Überlieferungskette, authentisch Sahih, und er sagt, das hat nichts mit dem Propheten zu tun. Deswegen, Leute, der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Jeder Muslim bestätigt das hier oben. Guck mal, Urban, vielleicht weißt du das ja. Ich meine, du weißt ja den Vers, dass wenn Männer in den Himmel kommen, die bekommen 27 Jungfrauen. Was ist, wenn die Frauen in den Himmel kommen? Gar nichts, Bruder. 72, nicht 27, ups. Gar nichts? Das ist schon wieder ein, das ist krass einfach. Männer werden einfach zu viel bevorzugt im Islam. Also der Islam ist sowieso eine Männerreligion. Ganz einfach, im Koran steht ja selbst, sondern der Mohammed sagte ja, als er die Himmelsreise gemacht hat, war er ja kurz in der Hölle und hat dann gesagt, dass die Mehrheit der Höllenbewohner sind Frauen. So, der Islam ist eine Männerreligion, die hassen Frauen. Ich habe auch schon mal von Muslimen gehört, dass mit diesen vier Frauen, das war nur wegen Kriegszeiten. Da frage ich mich, warum war das denn nicht temporär? Warum war das denn permanent? Also warum darf man das denn immer noch machen? Weil du kannst mir halt einfach nicht sagen, dass du loyal zu vier Frauen sein kannst. Kannst du nicht. Das ist unmoralisch. Ist es auch unmoralisch. Es wird immer Stress geben. Nochmal zurückzuführen zu deren Sachen, was sie sagen, dass Jesus Moslem war. Das macht absolut gar keinen Sinn, dass Jesus komplett andere Regeln verkündet hat. Also wirklich, Bibel widerspricht einfach den Islam schon echt komplett. Es macht einfach keinen Sinn, was sie sagen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, Bruder. Stell dir vor, du bist jetzt Moslem. So. Bist jetzt Gott verheiratet mit deiner Frau, kommst ihr beide kommt dann zusammen ins Paradies, okay? Und in das Paradies gibt es keine Regel mehr. So, aber laut Islam bist du dort immer noch mit deiner Frau verheiratet. Aber du kommst dort ins Paradies mit deiner Frau, dann kommt irgendein Mann, den du nicht mal kennst, findet deine Frau so hübsch, will mit ihr schlafen. Bruder, es gibt dort keine Eifersucht, keine Wut, kein gar nichts. Du sagst einfach ja und deine Frau sagt einfach ja und du siehst, wie die beiden bum 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 machen, während du dich erfreust darüber. Das ist krank, oder? Bruder, jetzt muss ich was dazu sagen. Als die Quraysh damals, die hatten so richtige Swingerclubs, ne, die Quraysh damals. Die haben ja alle untereinander gemacht. Und da kam Mohammed und hat ihn die Rechtsleitung gebracht, damit sie im Paradies wieder genau das machen, wofür Mohammed gekommen ist. Verstehst du? Wozu kam der eigentlich überhaupt? Der hätte auch da bleiben können, wo er ist. Dann wären jetzt 300 Millionen mehr Menschen am Leben, weil der Islam hat ja knapp 380 Millionen Menschen das Leben gekostet. Warum kam der überhaupt? Boah, 380 Millionen. Damit dieselben Swingerclubs da wieder weitergehen. Über 300 Millionen Menschen leben, Bruder, das ist schon heftig. Ne, das hat keine Atombombe geschafft, Bruder. Das ist schon heftig. Bruder, machst du jetzt aus? Urban? Ach, der hört nicht zu. Lass mal ganz kurz die 125.000 Folgen von mir. Okay. Es kommt halt auch keiner. Das ist nur Leute, die den Stream gar nicht kennen und nicht wissen, wer Urban ist, denke ich. Nein, Bruder, nachdem sie gehört haben, wie Urban zwei Leute während der Autofahrt vernichtet hat, kommt die nicht mal hoch. Ja, nicht mal seitdem, sondern davor kommen die einfach auch nicht. Das passiert einfach nicht.
Das ist ein sehr seltener Fall gewesen, glaube ich, dass die gekommen sind. Ich hoffe, wenn Urban auch zu Hause ist vor dem Laptop, da kommt auch ein Kommentar von denen, die wissen, wer er ist. Herr Alina, welche Frage? Einfach zum Christentum konvertieren. Warum wollten die denn so bengalisch muslimisch sein? Oder sie haben einen Geist in sich, die hat einen Geist in sich, den verstehst du nicht. Sie blenden ihren kompletten gesunden Menschenverstand aus. Kinderehe, das ist alles nicht religiös, das ist nicht von Gott gewollt. Immer Urban, jeder, der sagt, ich habe Koran gelesen, die lesen mit einem Filter. Wenn da was Schlechtes kommt, wo die konvertieren, die haben so einen Filter auf den Augen, die entweder vergessen das direkt oder lassen die aus. Ja. Alhamdulillah, so viele Christen konvertieren zum Islam, sagt der eine. Weißt du, was im Iran gerade los ist? Ja, Bruder, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und wenn, da sind das irgendwelche Euro-Shisha-Muslime, die zum Islam konvertieren und sie gar nicht islamisch leben und dann für ein TikTok-Foto ein Kopftuch anhaben, aber sonst wieder Bier trinken und dann ihr ganzes Leben leben. Alhamdulillah, rauchen, Alkohol trinken, aber ganz wichtig, kein Schweinefleisch. Nein, Bruder, nein, ganz wichtig nicht, Bruder. Jani, das ist. Also das werde ich nie verstehen, Bruder, Jani. Die dürfen Menschen essen, die die Religion verlassen haben, die dürfen kein Schwein essen. Ja, wo ist die Grenze eigentlich? Wo ist die Grenze des Wahnsinns? Was hat der Schwein überhaupt damit zu tun? Was hat der gemacht überhaupt, der Schwein? Das hat nicht mal in Saudi-Arabien existiert zur damaligen Zeit. Er fragt, wo sind die wahren Christen, die existieren und träumen? Ja, hier sind sie. Weißt du, du brauchst nicht suchen. Wir sind hier. Komm noch mal hoch so. Ich verstehe nicht, warum du in den Kommentaren bist. Komm einfach mal hoch. Also, der Marc Gabriel, ne, das ist sein Künstlername, der war an der Al-Azhar-Universität Professor. Der hat den Islam studiert und ist ein Christ geworden. Und hat dann angefangen, gegen den Islam Bücher zu schreiben. Ja, Bruder, wie ich schon sagte, ne, du hast zwei Optionen, wenn du den Islam wirklich studiert hast. Entweder du wirst zum IS-Kämpfer oder du wirst den Islam verlassen. Ja. Ist mein Hintergrund laut eigentlich mit diesem Auto? Nein, Bruder. Aber machst du jetzt dein Stream aus oder wie? Ja. Ich fahre Auto, ich würde in den nächsten 5, 6 Minuten dann, wenn ich gleich ankomme, ich muss meine Kinder und so jetzt abholen, dann würde ich dann den Stream beenden, aber die paar Minuten können wir noch zusammen streamen. Ich habe auch noch 15% Akku. Also reicht auch für heute, ich habe hier lange gestreamt. Dann warte, bis wir die 150.000 erreicht haben, Bruder. Ach, Bruder, alles gut. Das sind jetzt 20.000 Likes. Aber hat Spaß gemacht. Und das Stream füllt sich jetzt immer mehr. Leider kommen keine Muslime hoch. Aber soll mal einer kommen, der richtig Wissen hat. Da wird es Spaß machen. Mit denen er auch reden kann. Der nicht beleidigt, nicht rumschreit. Der einfach Menschen. Das kannst du selten finden, Bruder. Die kommen nicht mehr hoch. Ich habe das Gefühl, die machen nur noch ihre eigenen Streams, damit die kicken und stummen können und so. Ja. Bruder, ich kick ja auch. Aber. Nur wenn man nicht die Frage beantwortet. Weil hier kann ich die zwingen zu beantworten. Hier können sie ja nicht rumspringen. Ja. Und dann mache ich meine Nerven nicht kaputt. Wenn ich in den hier Streams gehe und sie nicht auf meine Frage eingehen, dann gehe ich raus und dann sagen sie, der ist geflüchtet. Aber hier kann ich sie genau zwingen, sagt, nein, ich möchte genau diesen Punkt beantwortet haben. Und da fängt ja das Problem schon an. Die wollen ja nicht manche Punkte beantworten. Ich feiere das, wenn die rumspringen wollen und du die einfach so nein, stopp, du weißt, was ich meine? Es ist echt unterhaltsam, muss ich sagen. Jetzt fahre ich Auto, jetzt könnt ihr hochkommen.
Das Video wird so legendär mit Dings, mit Liebe zum Dings, wird so legendär, ey. Lad das später hoch, ich werde das dann gesagt. Ich hab das, Bruder, das ist bei Videos drin, das ist bei Videos. Achso, ja, okay, dann mach ich das nachher. Ab Minute 120 oder so müssen wir gucken, wo das 120. Hat. Diesen Teil mit den Christen kannst du ja dann weglassen, oder kannst du ja nur das. Wo der Zwischenteil mit dem Christen ist nicht so wichtig, weil der stellt die ganzen Standardfragen, die auch alle stellen. Wer kriegt die Fragen beantwortet? Guck mal, dieser Christ-Prinz mit der Portugal-Frage, das ist ein perfektes Beispiel von Muslimen, die Angst haben. Er schreibt einfach nur in den Kommentaren, aber kommt nicht. Ja. Wie gesagt, guck mal, bei uns geht es nicht um Menschen zu erniedrigen. Wir wollen niemanden erniedrigen. Wir wollen den höchstens die Augen öffnen. Aber bei ihnen geht es nur um Erniedrigung. Du bist raus, sofort sein Video von dir da. Du bist zwei Minuten weg, die schneiden schon das Video. Du hast noch gar nicht geredet, die haben schon angefangen, das Video zu schneiden. Oder Urban, du merkst schon an deren Sprache, an deren, wie nennt man das, sag jetzt mal Vokabular, so was für Menschen die sind. Knockout, Schlafengeschick. Rede doch normal. Begraben, alle sind Totengräber. Jeder zweite ist hier Totengräber. Leg dich nicht mit Hamdi an. Oh, Hamdi ist irgendwie komisch. Der redet ohne Pause, aber. Bruder, der Typ ist komisch. Der geht auch in Kinder-Lives rein und debattiert gegen Kinder und sagt, der hat Kinder mundtot gemacht. Bruder, der ist komisch, der Junge. Bruder, das sind so Menschen, die haben keine Freunde, sie haben zu Hause nichts zu sagen. Seine Kinder tragen nicht mal Kopftuch, so gar nichts zu melden. Und dann kommt er hier auf TikTok und meint auf Babo, weil ihm irgendwelche kleinen Kinder Sachen spenden. Abu Kasim, der redet aber auch ohne Pause. Ich habe sogar von denen einen Clip, wo der rassistisch wurde. Habe ich auf mein Handy den Clip. Ja, lass, Bruder. Erwähnt nicht mal diesen Namen, diesen unwichtig. Den interessiert keiner. Ohne uns Christen würde den keiner zuhören. Ohne uns Christen hätten die alle keine Bühne. Ja. Doch immer, wenn die Muslime sagen, ja, hallo, Amo, breitet sich so schnell aus, aber die wissen gar nicht warum. Wenn die wüssten, warum, dann wäre das jetzt auch keine große Kunst. Eine Frau. Amo, Gottes Segen, hi. Da ist wieder weg. Ah, der ist wieder raus. Gut, Heik, danke, dass du oben warst. Ja, ich nehme dich jetzt runter. Ich werde gleich den Stream beenden. Ja, ich wollte auch runtergehen. Ja. Gottes Segen, Urban. Gottes Segen, danke, dass du oben Gottes warst. Gottes Segen, Heik, Bruder. Ja. Ja, Bruder, was soll ich sagen, ne? Sorry, falsch. Der Islam ist die wahre Religion, Religion des Friedens, Religion der Gerechtigkeit. Ach, ein Scheiß drin, dick mal sportlich. Der Islam ich weiß nicht, ich kann nichts dazu sagen. Wenn mir jemand fragt, was der Islam ist, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, Bruder, was der Islam ist, Bruder. Aber was es überhaupt darum geht, eigentlich, guck mal. So viel über Pornografie da ist, Bruder, handelt sich der Islam eigentlich nur um Lust. Ja, ja. Also der Islam kam für die Rechtleitung hier in diesem Leben, aber im Paradies hast du genau das Leben, was du vor dem Islam hattest. Genau. Hä? Das verstehe ich nicht. So, du darfst auf dieses in diesem Leben darfst du keinen Alkohol trinken, darfst du keinen Geschlechtsverkehr haben vor der Ehe. Darfst nicht rauchen, darfst nichts machen. Aber wenn du im Paradies bist, kannst du alles Gott machen, was verboten war. Ja. Oder dann sagen die, Alkohol im Paradies ist aber nicht berauschend. Ja, wozu trinke ich dann noch Alkohol? Dann ist es ja nur Traubensaft da oben. Ja, es berauscht nicht. Das ist ja nur ein Traubensaft. Gottes Segen, Jonike, Bruder. Ja. Lieb dich auch, Bruder Jonico, aber wir beenden jetzt den Stream. Leute, ne, ich danke für die 140.000 Likes, das ist wahnsinnig. Hätte ich nicht gedacht, dass wir heute so viel erreichen. Herz, Bruder, Bruder Elia, ich hab deinen Hack, Bruder, ich hab deinen Hack genommen. Habibi, Wallah, ich küsse dein Herz, Urban, natürlich. Eines Tages, ich komme zu dir und ich lade dich zum Essen ein, Bruder. Ja, kein Problem. Das ist ein Versprechen von mir, Bruder. Ah,
Okay, Bruder, dann fahr vorsichtig, ne? Viel Spaß dann heute Abend mit der Familie. Dankeschön. Gott segne dich, Bruder, für deine Arbeit. Und Gottes Segen wünsche ich dir und deine Familie. Gott segne dich auch. Dankeschön, Bruder. Gott segne euch alle. So, Bruder, auf Wiedersehen.